Das Mikrofon da besser? Ja, passt ganz gut, weil wir auch so rechtslastig sind. Okay. Ja, dann grüße ich alle Anwesenden ganz herzlich und natürlich die digital dabei sind zur Freitagsmeditation im Tibetischen Zentrum. Genauer gesagt hier aus der Güntherstraße in der Nähe der Hamburger City. Ja, und wir wollen am Freitag natürlich wieder ein bestimmtes Thema des Buddha-Dharma erarbeiten. Am Montag geht es mehr in Richtung Satipatthana, was man heute Achtsamkeit nennt, und in Shamatha Konzentration, also mehr Praxis. Heute wird auch einiges erklärt, aber am Ende gibt es auch noch eine Meditation, versprochen. Gut, was heute das Hauptthema ist, ist der achtfache Pfad. Wahrscheinlich sogar eines der bekanntesten Themen des Buddha-Dharma überhaupt. Wenn ich mit Schulklassen arbeite, dann kommen sie immer mit dem achtfachen Pfad. Aber ich bin nicht sicher, ob sie ihn immer in voller Dimension erfasst haben. In den Schriften wird das natürlich außerordentlich detailliert und genau erklärt. Ich will zumindest einen kleinen Teil davon geben. Wer das genauer haben möchte, kann natürlich bei uns jetzt das Studium wieder anfangen, im Oktober das Grundstudium. Da werden diese Dinge dann über 3 Jahre hinweg genau erklärt, dass man noch tiefer da Einschau hat. Gut, also der achtfache Pfad ist gleichzeitig auch Teil der 37 Faktoren der Erleuchtung, die ich letzte Woche besprochen habe. Die werde ich auch noch mal kurz durchgehen. Und am Ende steht dann die Kategorie des achtfachen Pfads der Heiligen, wie es wörtlich heißt. So werden wir vorgehen. Dabei hat auch die Stupa wieder eine Bedeutung. Denn was ich davor erklärt habe, war ja über die Stupa und habe anhand der Stupa versucht deutlich zu machen, welche Symbolik das hat. Und da sind auch die 37 Eigenschaften oder Faktoren der Erleuchtung drin enthalten. Also alles hängt mit allem zusammen. Gut, aber worum es da grundsätzlich geht, ist natürlich wie immer, als Lebewesen möchten wir glücklich sein und nicht leiden. Das bringt es mit sich. Wenn man neben dem Körper auch noch einen Geist hat, dann hat man Empfindungen. Und automatisch Empfindung teilt man einen glückhafte und leidhafte Empfindung. Und alle Wesen sehen sich nach Glück und möchten nicht leiden. Insbesondere die Menschen, die streben oftmals, wenn sie ein bisschen wach sind, sogar nach einem tieferen Glück, einem dauerhaften Glück, einem wirklichen Frieden. Das wird meistens in den Religionen erklärt oder in den Weisheitstraditionen, teilweise auch in der Philosophie. Ja, und im Buddhismus wird die Frage nach Glück und Leid, also die Frage, woher kommt Glück und woher kommt Leiden, wird ja eben in den 4 Wahrheiten erklärt. Die wahren Leiden hatte, also man sagt oft die Wahrheit vom Leiden. Ich sage eigentlich lieber, das ist nämlich eine Einteilung der Phänomene, die 4 edlen Wahrheiten. Das ist nämlich die wahren Leiden, hat der Buddha erklärt, die wahren Ursprünge der Leiden, die wahren Beendigungen des Leidens und die wahren Pfade, die zur Beendigung des Leidens führen. Darin kommt ja offenbar das zum Ausdruck, was ich eben sagte. Worum es im Buddha-Dharma geht, ist Leid und seine Ursache und Glück und seine Ursache. Was anderes gibt es da nicht. Dabei ist aber diese Einteilung, bestimmte Phänomene sind eben glückhafter Art und andere sind leidhafter Art. Also mit den 4 Wahrheiten wird mal wieder eine Einteilung der Phänomene vorgenommen sozusagen. Wobei man auch so einteilen kann, die ersten beiden Wahrheiten gilt es aufzugeben, nämlich das Leid und seine Ursache. Und die zweiten beiden Wahrheiten sollte man entwickeln, nämlich die wahren Beendigung von Leiden und die wahren Pfade. Ja, die Tibeter nennen das Wort Buddha, was eigentlich Erwachter heißt. Die nennen das Sangye und das hat 2 Aspekte, nämlich dass man alles entwickelt hat, was zu entwickeln ist und alles überwunden hat, was zu überwinden ist. Und genau das ist eben zu entwickeln. Das Glück und seine Ursache und das Leid und seine Ursache ist zu beseitigen. Ja, das nennt man, wir sagen oft die 4 edlen Wahrheiten,
Wörtlich sind es die Wahrheiten der Heiligen, der Ayas, der höheren Wesen. Das heißt, so wie Heilige die Welt sehen, das wird da beschrieben. Das ist nicht immer mehrheitsfähig, wie man sich denken kann. Es ist nicht entscheidend, ob die meisten Leute etwas für richtig oder falsch halten, sondern wie die Leute das beurteilen, die wirklich einen Durchblick haben. Das sind relativ wenige. Die Heiligen sind streng genommen die, die eine unmittelbare Erfahrung der letztlichen Realität auf dem Pfad des Sehens gemacht haben, also insbesondere Leerheit und Selbstlosigkeit der Person und solche Dinge. Dadurch sind es absolut verlässliche Wesen, weil die haben die Realität gesehen. Ne? Damit sind sie übrigens auch Sangha-Mitglieder. Ein echtes Sangha-Mitglied ist nicht zwangsläufig, weil er Mitglied im buddhistischen Zentrum ist oder im tibetischen Zentrum. Das hilft, aber ist nicht unbedingt. Auf einer tieferen Interpretation von Sangha sind das die Heiligen, die eine unmittelbare Erfahrung haben. Ne? Weil die wissen halt, worüber sie reden und sind absolut verlässliche Zufluchtsobjekte sozusagen. Ja, der Milarepa hat das auch mal illustriert. Ja, Milarepa saß oben in seiner Höhle und hat die ganze Zeit meditiert und ein bisschen wenig gegessen und sah etwas grün aus. Und da kamen irgendwie drei etwas törichte Mädchen vorbei und sagten, so ein alberner Typ, der sitzt hier oben, ist noch relativ jung und ganz abgemagert. Der könnte doch viel tollere Sachen machen im Leben, sich besser amüsieren und haben Spaß über ihn gemacht, ne? Und haben gesagt, er wäre verrückt. Und da hat Milarepa gesagt, vom Daseinskreislauf aus gesehen ist Milarepa verrückt, vom Milarepa aus gesehen sind die anderen Wesen verrückt. Das kommt auf die Perspektive an. Hm? Gut, auf jeden Fall die Kernaussage, woher Leiden kommt. Wie immer ist Leiden ein multikausaler Vorgang, der aus zahllosen Ursachen kommt. Wir brauchen nicht drüber zu reden, dass schlechtes Wetter nicht unbedingt hilfreich ist oder so etwas. Dass schwierige Menschen nicht so angenehm sind und so weiter. Oder auch körperliche Faktoren, ungesunde Ernährung. Das ist alles richtig, aber dafür brauchen wir keinen Buddha, um das zu verstehen. Hm? Der Buddha spricht über die letztlichen Ursachen von Glück und Leiden. Und die letztliche Ursache ist wohl allgemein bekannt. Da sind sich auch alle Buddhisten auf der Welt einig, ist die Unwissenheit. Hm? Ja, es gab in Tibet eine große öffentliche Debatte über die richtige Art, den Buddhismus auszulegen, als der Buddhismus nach Tibet kam. Der eine war so eine Art Chan-Meister, also was man heute Zen nennt, aus China. Der andere war Kamala Shila, ein indischer Meister. Die hatten recht unterschiedliche Auffassungen über manche Aspekte des Pfades. Und das wurde früher in einer öffentlichen Debatte ausgetragen. Und dann haben sich oft die Länder oder auch Herrscher entschieden, welche Art des Buddhismus sie ausüben wollen. Und bevor sie diese öffentliche Debatte machten, so ähnlich wie Olympische Spiele heutzutage oder so, oder ein Boxkampf, da haben sie sich getroffen, so ein Vorgeplänkel, der eine stand auf der einen Seite des Flusses, der andere auf der anderen, und der eine hat einen Kreis in die Luft gemalt und der andere hat sich die Hand vor Augen gehalten. Das sollte heißen, was ist der Ursprung des Daseinskreislaufs? Und der andere sagte Unwissenheit. Und da wussten sie, dass sie beide gute Buddhisten sind. Eine sinnvolle Debatte kann man auch nur mit jemandem führen, der gewisse Grundlagen schon hat. Ne? Eigentlich ist das eine Ehrbezeugung, wenn man mit jemandem debattiert, weil man davon ausgeht, dass er durchaus was gelernt hat, sonst hat man nicht viel zu debattieren. Ne? Ja, bei allen oberflächlichen Unterschieden sind sich alle Buddhisten auf der Welt einig, dass das Leiden aus Unwissenheit kommt. Und auch, dass sowas wie Nirvana oder Buddhaschaft etwas mit dem Überwinden der Unwissenheit zu tun hat. Ne? Buddha heißt, wie gesagt, der Erwachte. Woraus der Buddha erwacht ist, ist hauptsächlich aus der Unwissenheit und den damit verbundenen Faktoren wie Leidenschaften und so weiter. Das ist Erwachtsein. Ne? Tatsächlich heißt der Buddha nicht der Erleuchtete, sondern der Erwachte. Ne? Buddha hat auch über sich selber gesagt, wer er sei der Erwachte, ne? Er sei erwacht. Fortan hat er, wie manche Herrscher früher auch, in der dritten Person von sich gesprochen. Offenbar hat er eine andere Sicht von sich selber. Ne?
hat nicht gesagt ich, sondern hat gesagt der Erwachte. Aber nicht aus Arroganz, sondern wenn man diese Erfahrung gemacht hat, die er gemacht hat, hat man offenbar ein anderes Selbstverständnis. Ne? Und daraus kommen solche Aussagen. Gut, genauer gesagt ist die Unwissenheit, es gibt viele Formen von Unwissenheit. Wenn ich nicht weiß, was hinter der Mauer ist, ist auch Unwissenheit. Ist aber nicht so wichtig. Ne? Die letztliche Unwissenheit bezieht sich auf die letztliche Wahrheit, die letztliche Realität der Dinge. Das nennt man insbesondere im Mahayana-Buddhismus das Greifen nach einem Selbst der Person und der Phänomene. Ne? Das hat etwas damit zu tun, ich habe das hier schon öfter erläutert, über Leerheit im Mahayana-Buddhismus, die Philosophie von Nagarjuna und so weiter, dass wir eine grundlegende Unwissenheit haben, in der wir glauben, dass irgendwelche Phänomene getrennt von anderem existieren, aus sich selbst heraus, unabhängig von anderen. Ne? Wie unsere Sprache das auch irgendwie nahelegt. Wenn ich sage ich und du, dann erscheint beides getrennt oder so. In Wirklichkeit gibt es aber nur ein Ich, weil es ein Du gibt. Ne? Genauso gibt es auch nur groß, weil es klein gibt. Hoch, weil es niedrig gibt. Subjekt, Objekt. Ursache, Wirkung. Es ist Teil der Mystik vieler Religionen, das habe ich mittlerweile erkannt, dass die Welt in Wirklichkeit aus polaren Paaren besteht, die keine Gegensätze sind, sondern die sich wechselseitig beeinflussen. Ne? Ihr kennt ja auch das Yin- und Yang-Zeichen, das zeigt es ja auch. Das Dunkle geht ins Helle und umgekehrt. Wenn es genau gemalt wird, ist sogar ein kleiner Punkt im Hellen und es ist ein Weißes im Dunklen. Ne? Die Welt ist in Wirklichkeit so, dass alles mit allem zusammenhängt. Das ist nicht irgendein flacher esoterischer Spruch, das ist einfach die Realität. Davon kann sich jeder Wissenschaftler auch eben überzeugen lassen. Sobald man eine Sache gründlich untersucht, kommt man ins Unendliche, weil sie nur im Zusammenhang von unendlichen Zusammenhängen besteht. Ne? Damit irgendetwas in diesem Moment so ist, wie es ist, muss das ganze Universum oder sogar Multiversum, keine Ahnung, genau so ticken, wie es tickt. Ja, es gibt manchmal die Vorstellung, da sind die Biologen noch am Rumknaspern, das Universum, wie wir es erleben, hat nur stattfinden können, wenn wirklich die Einstellungen beim Urknall genau so gewesen sind, wie sie gewesen sind. Wenn es auch nur einen kleinen Parameter anders gegeben hätte, wäre alles anders gewesen. Ich vermute aber, es ist ein Denkfehler zu glauben, dass es nur so geht. Wahrscheinlich geht es auch auf viele Millionen andere weiter. Aber bei uns hat es eben so funktioniert. Ne? Und wenn da irgendwas anders gewesen wäre, wäre alles anders gewesen. Ne? Das muss man sich mal überlegen. Das gibt unserem Leben auch einen gewissen Sinn, dass alles, was wir tun, können wir uns nicht rausreden, hat unendlich viele Wirkungen, auch auf andere oder so. Es ist nicht so, dass das alles isoliert ist. Diese Tatsache nennt man im Mahayana-Buddhismus die Leerheit der Phänomene. Sie existieren nicht aus sich selbst heraus, sondern nur in Bezug auf anderes. Beziehungsweise man kann sogar sagen, es gibt gar keine Dinge, es gibt nur Beziehungen. Alles ist nur Beziehung, wie Physiker heute sagen. Ne? Auf einer etwas gröberen Ebene, also diese Realität, dass es nichts gibt, was aus sich selbst heraus existiert oder in sich selber oder inhärent, wie man das nennt, das kann man auf die Person beziehen, dann ist es die Leerheit der Person, oder auf alle anderen Phänomene, dann ist es die Leerheit aller anderen Phänomene. Ne? Eine etwas gröbere Darstellung dieser Dinge ist im frühen Buddhismus im Mittelpunkt, nämlich dass die Person nicht unabhängig von Körper und Geist, den sogenannten fünf Aggregaten, existiert. Ne? Dass der Buddha hat sehr deutlich gelehrt im Pali-Kanon, dass es nur die fünf Aggregate von Körper und Geist da sind. Es ist keine Person, die da jenseits davon ist. Ne? Aber es ist eine angeborene Unwissenheit in uns, dass wir denken, ich benutze meinen Körper und Geist. Und als wenn das Ich getrennt wäre davon. In Wirklichkeit ist das Ich eine Benennung auf der Grundlage von Körper und Geist. Das würden Neurowissenschaftler auch so unterschreiben. Sie benutzen die gleichen Worte. Das Ich existiert, aber nicht so, wie ein gewöhnlicher Sterblicher das denkt, dass das irgendwie auffindbar ist oder man das irgendwo in Körper und Geist oder außerhalb finden kann, sondern es ist eine Benennung, eine Interpretation. Das Universum bringt Person hervor, oder? Aber wie sollte diese Person getrennt sein vom Universum? Das ist völlig schwachsinnig, oder? Aber genau das machen wir. Es ist uns selbstverständlich zu glauben, dass unsere Person irgendwie vom Universum getrennt ist, ne?
Als wenn eine Welle denken würde, sie wäre getrennt vom Ozean. Das ist ziemlich blöd, ne? Aber genau das machen wir. Und wenn uns das jemand in Zweifel zieht, können wir das kaum fassen und glauben, es wird einem gesagt, man würde gar nicht existieren oder so. Das ist aber nicht der Fall. Es wird nur erklärt, wie das Ich existiert, nämlich als eine Funktion, die keineswegs unabhängig vom restlichen Universum ist und das nur als Benennung auf der Grundlage von Körper und Geist existiert, aber nicht getrennt davon, ne? Aber wenn wir von uns selber sprechen und an uns denken, das ist eine angeborene Unwissenheit, sagt man, dann erfährt man sein Ich anders, ne? Viele Autoren wie Eckhart Tolle nennen das Ego oder so. Also nach dieser Auslegung hier gibt es gar kein Ego, man muss es noch nicht mal aufgeben, ne? Aber wir haben die Vorstellung eines Egos und die ist sehr virulent. Und dies stört unseren gesamten Geist. Ja, und sobald man eben eine solche falsche Sicht der Phänomene und insbesondere der eigenen Person hat, dann entsteht daraus eine Verhaltensweise, die nennt man Egoismus, oder? Sobald du denkst, du hast ein Ego, willst du alles für das Ego haben. Das nennt man Egoismus, ne? Und das ist am Kern, das sind sozusagen die zwei Haupthindernisse aus buddhistischer Sicht. Wir haben das Greifen nach einem Selbst und im Zusammenhang damit haben wir Egoismus. Das Greifen nach einem Selbst ist eine Unwissenheit in Bezug auf die sogenannte letztliche Realität, die letztliche Wahrheit. Während der Egoismus ist eine falsche Lebensweise in Bezug auf die konventionelle Realität. Ich kann das heute nicht ganz ausführen, aber im Buddhismus, ähnlich wie in fast allen Religionen und selbst in der Naturwissenschaft, sagt man, die Welt hat zwei Ebenen. Eine Ebene der Realität, die man vielleicht einige verstehen, aber das ist noch eine grobe Ebene der Realität. Das ist nicht die letztliche Realität. Wiederum die Heiligen begreifen die letztliche Realität der Phänomene. Plato hat das in seinem Höhlengleichnis dargestellt, dass er sagte, gewöhnliche Menschen leben wie in einer Höhle, sie sehen nur Schatten. Ich will das jetzt nicht nochmal genau aufführen, aber es lohnt sich immer, es mal nachzulesen. Alle großen Philosophen haben das im Programm, dass die Welt eigentlich zwei Ebenen hat. Eine oberflächliche Erkenntnisebene und eine letztliche, ne? Die meisten Religionen würden natürlich sagen, die letztliche Ebene ist Gott, was immer darunter auch genau verstanden wird. Und das andere ist eigentlich nicht so das Letztliche. Gut, nehmen wir das mal einfach für gegeben. Es gibt zwei Ebenen der Wirklichkeit. Aus der Sicht der höchsten Philosophien im Buddhismus, der Madhyamaka-Philosophie und anderen, gibt es zwei Wahrheiten. Es gibt nicht nur eine Wahrheit. Das, was wir konventionell verstehen mit unseren Interpretationen und unserer Sprache, hat auch eine Realität. Aber es ist nicht die letztliche Realität. In dieser konventionellen Realität erfassen wir die Dinge zum Beispiel als getrennt voneinander und so weiter. Die letztliche Realität, wenn man sich die Mühe macht zu fragen, wie die Dinge letztlich existieren, erkennt man, dass sie keine Selbstexistenz haben zum Beispiel. Und damit erfährt man oder erkennt man zunächst intellektuell und später meditativ die letztliche Realität. Gut, damit haben wir also, wir haben zwei Wahrheitsebenen und in Bezug auf jede dieser Wahrheiten gibt es eine Art Täuschung, nämlich in Bezug auf die letztliche Wahrheit, das Greifen nach einem Selbst, in Bezug auf die konventionelle Wahrheit, der Egoismus. Ne? Und gegen beide das nennt man die Grundlage. Also Grundlage ist die zwei Wahrheiten mit ihren zwei Täuschungen. Der Pfad im Buddhismus besteht, indem man Gegenmittel entwickelt gegen diese beiden grundsätzlichen Täuschungen. Nämlich man entwickelt Weisheit in Bezug auf die Unwissenheit, die sich auf die letztliche Wahrheit bezieht, indem man die letztliche Wahrheit am besten versteht. Und man entwickelt den sogenannten Methodenaspekt in Bezug auf die konventionelle Realität. Das ist insbesondere Liebe und Mitgefühl, aber nicht nur. Das sind alle emotionalen Aspekte des Pfades, wie zum Beispiel auch Geduld, Freigebigkeit, Ethik und so weiter. Das bezieht sich alles nicht auf die letztliche Realität. Wenn man also letztlich nur die Weisheit erfährt, die letztliche Realität. Aber beides gehört zusammen. Man muss einerseits seinen Egoismus verringern, auf gut Deutsch, indem man eben insbesondere Liebe und Mitgefühl entwickelt.
Und dann wird man in der Lage sein, und das geht auch parallel, die letztliche Wahrheit der Leerheit zu verstehen. Das nennt man Weisheit und Methode. Ne? Und was dabei rauskommt, sind die zwei Körper eines Buddhas. Das ist das Resultat. Wir machen ja immer das Widmungsgebet. Viele fragen mich immer, was sind die zwei Körper eines Buddhas? Firmieren übrigens auch manchmal als drei Körper oder vier Körper, kann sehr kompliziert sein. Im Resultat der Buddhaschaft hat man einerseits seine Weisheit vollkommen verwirklicht, das nennt man den Dharmakaya, aber man hat auch die ganzen emotionalen Aspekte wie Liebe und Mitgefühl und so vollendet, das nennt man den Formkörper des Buddha. Die Logik ist, dass wenn der Buddha nur in seiner Weisheit im Dharmakaya verweilen würde, dann wäre er von uns von keinem Nutzen, weil den können gewöhnliche Wesen nicht wahrnehmen, ne? So wie man in anderen Religionen auch sagt, Gott kann ein gewöhnliches Wesen nicht wahrnehmen, nicht mit den äußeren Augen. Wir können es noch nicht mal begrifflich richtig verstehen, wie Gott ist oder so, ne? Gut, aber wenn man diese Weisheit muss sich verkörpern in Form einer Person, die eben mit anderen in Beziehung treten kann, unter anderem ihnen den Dharma lehren kann und so weiter, wie das Buddha Shakyamuni gemacht hat, ne? Aus Mitgefühl heraus, was der Buddha ja die ganze Zeit auf dem Pfad neben der Weisheit entwickelt hat, wird er im Resultat nicht nur in seiner letztlichen Weisheit verweilen, sondern zum Wohle der Wesen sich manifestieren, oder? Hat eine gewisse Logik. So was Ähnliches sagt man übrigens auch in anderen Religionen. Also Jesus zum Beispiel wird als ganz Gott und ganz Mensch bezeichnet. Das heißt, Gott hat sich in einem Menschen verkörpert, den die Leute damals offenbar auch gesehen haben. Sogar einem Menschen, der scheinbar Probleme hatte und getötet worden ist und so weiter. Aber in Wirklichkeit war er die ganze Zeit mit dem Vater verbunden, wie er sagt. Ich und der Vater sind eins. Ne? Der Vater ist wahrscheinlich der Dharmakaya, jetzt aus buddhistischer Sicht. In anderen Religionen, wie zum Beispiel dem Islam, aber auch den Baha'i, hatte ich gerade eine Gruppe hier, die sagen, dass Gott ständig Propheten in diese Welt schickt. Also Menschen, die Religion lehren oder den Dharma sozusagen. Ja, das sind in gewisser Weise Formkörper dieser letztlichen Realität des Dharmakaya. Ne? Ja, damit können wir eigentlich aufhören. Das war der gesamte Buddhismus. Also es gibt zwei Probleme, das Greifen nach einem selbst und den damit zusammenhängenden Egoismus in Bezug auf die zwei Wahrheitsebenen der Realität. Das ist die Grundlage. Der Pfad besteht in Weisheit und Methode, indem man eben in Bezug auf endgültige Realität Weisheit entwickelt und in Bezug auf konventionelle Realität Methode. Und nach einem ausgedehnten Pfad als Resultat erreicht man aufgrund der Weisheit den Dharmakaya und aufgrund der Methode den Formkörper oder Rupakaya. Ne? Ja, aber das wird dann eben näher ausgefächert dann in allen Unterweisungen, die der Buddha gegeben hat. Und er hat 84.000 Unterweisungen gegeben. Diese Tatsachen, die ich gerade angesprochen habe, kann man offenbar auf vielfältige Weise darstellen und muss man ein bisschen ausfächern. Zum Beispiel, wenn ich gesagt habe, dass aus dem Greifen nach dem Selbst Unwissenheit hervorgeht, dann kann man das sich auch so deutlich machen. Wenn man, wie gesagt, in Unwissenheit lebt, wie die Dinge und man selber existieren, dann entwickelt sich Egoismus und aus Egoismus entwickeln sich die Leidenschaften, ne? Aus der Unwissenheit ergibt sich Hass und Gier zum Beispiel. Ist klar, wenn man ein Ego glaubt zu haben, dann möchte man bestimmte Dinge unbedingt für das Ego haben, das ist dann Begierde. Und andere will man auf keinen Fall haben, das ist dann Abneigung. Ne? Begierde bedeutet nicht, dass man etwas schön findet und gerne haben möchte. Es bedeutet, dass man das völlig überschätzt, weil man das mit der Brille des Egos sieht, ne? Weil man denkt, dass das für das eigene Ego hilfreich ist, übertreibt man die Eigenschaften eines Objektes oder einer Person maßlos und dann kommt man davon gar nicht wieder weg und leidet unheimlich, wenn man das nicht bekommt. Oder wenn man es bekommt, merkt man, dass es nicht so befriedigend ist, wie man gedacht hat. Mehr Möglichkeiten hat man nicht. Das andere ist eben Wut oder Ärger auf Dinge, die dem Ego entgegenstehen, ne? Wenn eine Person oder ganze Nation glauben, dass andere sie an ihrem Glück hindern, natürlich dem Glück des Egos, dann werden sie patzig und ärgerlich, führen vielleicht sogar Krieg, oder? Können wir überall beobachten. Aus der Begierde entsteht übrigens die Umweltverschmutzung natürlich auch. Die ökologische Katastrophe kommt aus der Begierde, das Phänomen des Krieges kommt aus der Wut und so weiter.
Alle beruhen auf Unwissenheit letztlich. Solange die Menschheit nicht ein bisschen besser versteht, wie die Dinge existieren, zumindest ganzheitlicher denkt, also abhängiges Entstehen mehr versteht, wie alles miteinander zusammenhängt, solange wird sie ihre Dauerkrisen nicht lösen können. Es ist kein Zufall, dass immer mehr Krisen auftreten, wenn eine massive Unwissenheit im Mittelpunkt steht. Wenn diese Unwissenheit verringert wird, werden die Krisen sich, oh Wunder, dann mehr oder weniger auflösen oder zumindest weniger werden. Aber ohne eine geistige Entwicklung der Menschheit ist nicht zu erwarten, dass die Krisen weniger werden, sondern werden immer mehr. Ne? Das kann man jetzt verschieden sehen. Einige wie Eckhart Tolle glauben, dass jetzt viele mehr zur Erkenntnis kommen. Das mag sein. Andere sehen erstmal die Krisen. Aber Tolle sagt manchmal, es muss erst noch schlechter werden, damit es besser wird. Meistens ist beides da. Es gibt heutzutage aus meiner Sicht viele Leute, die tiefere Einsichten haben, als viele Menschen früher gehabt haben. Und andererseits gibt es welche, die sich schlechter benehmen als jemals zuvor. Das ist typisch irgendwie in der Polarität offenbar. Krisenzeiten haben aber auf jeden Fall die Chance zu großer Veränderung, das kann man sagen. Also, wenn die Krisen voll herauskommen und nicht nur im Untergrund sozusagen vor sich hin wabern, dann hat die Menschheit die Möglichkeit, sich wirklich zum Positiven zu verändern, um es zu lösen. Ne? Wie der Dalai Lama mal sagt, Mutter Erde zwingt uns heute klüger zu werden. Ne? Wenn wir nicht der Realität entsprechend leben, dann werden wir aus der Evolution aussortiert. Das ist ganz einfach. Ne? Wir müssen uns der Realität entsprechend verhalten. Wir können das. Der Mensch ist klug genug und hat auch ein gutes Herz, um das zu machen. Aber es muss auch umgesetzt werden. Von selber geht da gar nichts. Ne? Es gibt wahrscheinlich schon viele Arten auf der Welt, die ausgestorben sind und auf den Planeten, den unendlichen Planeten im Universum. Entwicklungslinien setzen sich so lange fort, solange das irgendwie einigermaßen mit der Realität zu tun hat. Wenn es gegen die Realität verstößt, dann geht es da halt nicht weiter, dann geht es woanders weiter. Ne? Das wäre im Fall des Homo sapiens besonders tragisch, weil wir eigentlich eine gute Einsichtsfähigkeit haben. Und wir haben auch die Fähigkeit zum Mitgefühl. Und das ist eigentlich alles, was wir brauchen. Nur wir müssen diese Dinge auch aktualisieren. Ne? Wir haben leider auch die Fähigkeit, fürchterlich in die Irre zu gehen und unsere Intelligenz zu missbrauchen. Ja, das nennt man Leidenschaften, die aus Unwissenheit entstehen. Im Zustand der Leidenschaften macht man dann ja auch Handlungen, die man dann unheilsame Handlungen nennt, zumindest befleckte Handlungen. Selbst heilsame Handlungen sind noch befleckt von Unwissenheit und führen deshalb zwar zu Glück, aber nur im Sansara, nicht zum endgültigen Glück. Und diese Handlung, das nennt man Karma. Karma bedeutet, dass man handelt. Und darin ist auch schon enthalten, dass man oder jetzt im Zustand der Unwissenheit handelt. Und darin ist auch schon enthalten, dass man Wirkungen erfahren wird, weil das eben Handlungen aus Unwissenheit sind. Man kann Handlungen, die mit Unwissenheit zusammenhängen, nicht erwarten, dass sie makellose Resultate hervorbringen. Das nennt man Karma. Ja, das führt zu Anlagen im Geist. Wenn wir dann zum Beispiel handeln und uns sogar hinreißen lassen, zu töten, zu stehlen, zu lügen und so weiter, all das, was alle Religionen negativ auffassen, dann entstehen gleichzeitig karmische Anlagen in unserem Bewusstsein. Also den anderen schaden wir natürlich auch, das kommt hinzu, aber wir sammeln auch selber Anlagen, Prägungen in uns, die in dem Fall aus unglaublicher Unwissenheit stammen. Und da diese Prägungen aus Unwissenheit stammen, erleben wir die Welt dann auch im Zustand der Unwissenheit wiederum und werden wiederum unheilsame Handlungen begehen. Und dann beißt sich die Katze in den Schwanz, oder wie das heißt. Ne? Das nennt man den Daseinskreislauf. Die Welt, die wir erleben, ist immer von unserem Geist konstruiert. Die existiert nicht einfach für sich, sondern Subjekt und Objekt sind auch voneinander abhängig. Ne? Je nachdem, wie dein Geist geprägt ist, erfährst du die Welt. Gestern war mal wieder der Fernsehjournalist Gobel mit seiner Sendung und da ging es um Hören. Da wurde auch deutlich, dass das Hören auch ein rein konstruktivierter Akt ist, also konstruierter Akt ist. Ne? Man hört nicht einfach die Außenwelt, man konstruiert, was man hört. Teilweise hört man sogar etwas, was wirklich definitiv in der Außenwelt gar keine Sache da ist. Man bringt das selber hervor. Das betrifft alle Sinne. Es ist sehr naiv zu glauben, dass wir die Welt einfach abspiegeln. Wir konstruieren diese Welt sehr maßgeblich. Man kann auch darüber diskutieren, ob es überhaupt eine Außenwelt gibt, wahrscheinlich schon.
Aber wir erleben sie immer im Zusammenhang mit unseren Prägungen. Das ist das Gesetz von Karma. Das kann man heute glänzend beweisen. Also, das wird in der Wissenschaft heute glänzend bewiesen, dass wir mit unseren Gedanken und unseren Sinnen die ganze Welt, die ganz quasi herstellen werden. Die ist nicht einfach gegeben. Und wenn das im Zustand von Unwissenheit und Befleckung geschieht, dann werden diese Prägungen zu schwierigen Erlebnissen führen. Die nennt man Leiden, ne? Es führt niemals zu dauerhaften, echten Glück. Das war nochmal ein Crashkurs in den 12 Gliedern des abhängigen Entstehens, wie eben aus Unwissenheit immer wieder Leiden entsteht. Man erlebt dann wiederum Leiden, reagiert auf dieses Leiden wieder mit Unwissenheit und das ist ein Teufelskreislauf. Ne? Das kennen wir auch ein bisschen aus der Psychotherapie, oder? Jemand hat sogenannte Muster, das sind ja auch Prägungen, und deshalb erlebt er viele Leiden in seinen Beziehungen zu anderen Menschen und so weiter, im Umgang mit den Dingen. Ja, und dann vielleicht trennt er sich dann von einer Person oder von einem Job oder was auch immer. Und komischerweise kommt in der nächsten Beziehung wieder das gleiche Problem auf. Und beim nächsten Job auch, oder? Solange diese Person ihre Prägung oder ihre Muster nicht relativiert und versteht, und das ist wohl Aufgabe der Psychotherapie, wird sich nichts daran ändern, dass sie immer wieder Schwierigkeiten erlebt, ne? Wenn sie sich positiver prägt oder vielleicht zu echten Einsichten kommt, kann sie glücklicher leben. In der Psychotherapie geht es im Allgemeinen nicht um Nirvana, aber sie kann zumindest, wie man das in der Psychotherapie sagt, besser angepasst werden an die Realität, nennen sie das. Da ist es ja auch enthalten. Man versucht, sich der Realität entsprechend zu verhalten und dadurch erlebt man weniger Leiden. Ne? Ja? Ich wollte eigentlich nur fragen, also dieses Unwissenheit, letzten Endes ist es doch so, dass wir im Leben, also dass es ein Prozess ist, Wissen zu erlangen, dass wir ja nicht von Anfang an wissend geboren werden. Wir sind ja alle unwissend eigentlich. Und wenn wir am Ende unseres Lebens ein bisschen Wissen erreicht haben, dann ist es ja schon Glück. Also. Exakt, ja. Also was ich eben gesagt habe, ist, wir kommen nicht allwissend auf die Welt. Wir kommen mit einem Knick in der Linse auf die Welt, wie ich das neulich schon sagte, was auch Einstein bestätigt hat. Ne? Jeder Mensch, die Christen nennen das Erbsünde, das ist kein schöner Ausdruck, aber wenn Menschen oder gewöhnliche Lebewesen geboren werden, haben sie schon was in sich, was nicht der Realität gemäß ist. Und deshalb werden sie zwangsläufig leiden. Und was man dagegen macht, ist, dass man, wie gesagt, schrittweise zur Erkenntnis kommt, aber das geht nur, wenn man auch emotional sich positiv entwickelt hat. Einen guten Kopf und ein gutes Herz. Und das hat der Buddha gelehrt, auf verschiedenste Weise, wie man das macht. Und genau wie du sagst, wenn jeder von uns gewisse Fortschritte in diesem Leben macht, ist schon sehr gut, ne? Der Buddha hat nicht nur ein Ziel gelehrt. Er hat nicht gesagt, dass alle in diesem Leben noch Buddhas werden müssen oder so. Die meisten Buddhisten auf der Welt streben auch nicht gleich das Nirvana an. Genau wie Christen wahrscheinlich nicht erwarten, dass sie morgen zur Rechten Gottes sitzen, sondern sie versuchen, gute Menschen zu sein und vielleicht in gute Umstände zu kommen nach dem Tod. Ne? Die meisten Buddhisten auf der Welt erhoffen allerdings, eine gute Wiedergeburt zu erreichen, indem sie zumindest gute Handlungen machen, nicht so schlechte Handlungen. Zumindest nicht unethisch sich verhalten, anderen nicht schaden. Wenn es gut läuft, sogar Mitgefühl entwickeln, gewisse Gebete machen. Diejenigen, die aber wirklich zur Weisheit kommen, und das ist für Nirvana und Buddhaschaft erforderlich, das sind sicherlich die wenigsten. Früher waren es hauptsächlich die Mönche in den Klöstern, ne, in Tibet. Die waren halt die Experten, weil sie hatten mehr Zeit, oder? Die haben Tag und Nacht studiert und meditiert und dann kommt auch einiges dabei raus, ne? Eigentlich wollte der Buddha, dass alle seine Schüler zur Erkenntnis kommen. Er hat gesagt, sie sollen ihm nicht einfach glauben, weil er der Buddha ist, sondern das Untersuchen, wie man Gold untersucht, indem man es brennt, schneidet und feilt. Aber wir können davon ausgehen, dass die Hunderte von Millionen Buddhisten in Asien nicht alle so intellektuell sind, dass sie das verstehen. Und deshalb haben sie erstmal andere Ziele, ne? Heute kommt hinzu, dass Leute buddhistische Anleihen machen oder aus dem Buddhismus sich was nehmen, um in diesem Leben ein bisschen glücklicher zu sein, ne? Das ist die Achtsamkeitsbewegung oder die säkulare Ethik, die der Dalai Lama auch lehrt.
Das ist hilfreich, aber das ist nicht Buddha-Dharma, ne? Das, was ich jetzt erklären werde über diese 37 für die Erleuchtung förderlichen Eigenschaften, den achtfacher Pfad, das kann ich einerseits so erklären, wie das wirklich damals gemeint war für Leute, die direkt die Nirvana oder Buddhaschaft anstreben. Ne? Das wird den meisten zunächst unrealistisch erscheinen, aber ich möchte es trotzdem darstellen, weil ich es einfach auch erschütternd finde, dass Leute damals wirklich so intensiv praktiziert haben, dass sie das direkt angestrebt haben. Also das kann man sich kaum vorstellen. Ihr ganzes Leben war darauf ausgerichtet, vollständiges Nirvana oder Buddhaschaft zu erzielen. Das war nicht nur so eine Theorie. Ne? Gleichzeitig können wir aber das, was ich sagen werde, auch auf uns selber übertragen, indem wir denken, ich möchte mich in die Richtung davon ein bisschen entwickeln, oder? Das, was bei einem Heiligen die Ebene der Praxis ist, können wir uns dann selber überlegen, was wir dazu tun. Ne? Es gibt im Buddhismus immer Schriften, die sind für Bodhisattvas gemeint, die kurz vor der Erleuchtung sind, oder für gewöhnliche Praktizierende. Zum Beispiel Shantidevas Bodhicayavatara stellt quasi absolute Ansprüche. Ne? Da steht, bis auf die drei Roben soll man eigentlich alles weggeben oder so. Das können die meisten von uns nicht. Ne? Da muss man halt übertragen, Shantideva möchte, dass wir freigebiger sind, dass wir ab und zu mal eine Spende machen und Weihnachten ein bisschen was rausholen. Ne? Andere Schriften wie Nagarjunas Brief an einen König, die sind ausdrücklich an einen König gerichtet, der nicht so viel Zeit hat zu praktizieren, wie man selbst im politischen Leben ein guter Mensch sein kann. Das kann man dann schon eher nachvollziehen. Ja, und genau das, wenn ich das jetzt erkläre, sollte man nicht gleich denken, mein Gott, das schaffe ich sowieso im Moment nicht, sondern sich überlegen, was man tun kann, was dem so ein bisschen entspricht. Ne? Den achtfachen Pfad und die 37 für die Erleuchtung förderlichen Eigenschaften können wir zur Kenntnis nehmen und versuchen, für uns irgendwas daran praktikabel zu machen. Oder wir können wirklich versuchen zu verstehen, was ein Heiliger da ernsthaft ausrichtet. Auf jeden Fall geht es, also diese 37 für die Erleuchtung förderlichen Eigenschaften sind dann eine schon etwas ausführliche Darstellung, wie man auf dem Pfad die Unwissenheit und den Egoismus vollständig überwindet und das entsprechende Ziel von Nirvana oder Buddhaschaft erreicht. Und das wird auch mit der Stupa, wie gesagt, symbolisiert. Ich habe das schon ein paar Mal erläutert. Da sind zum Beispiel sieben Gruppen von Phänomenen oder von Faktoren bei den 37 für die Erleuchtung förderlichen Eigenschaften. Aber davor steht noch etwas anderes. Bei einer Stupa ist hier unten ein sogenannter Thron. Darin sind weltliche Reichtümer und so. Also wir haben auch da so Getreide ist da drin und solche Sachen und Schmuck und so. Das steht dafür, dass selbst wenn wir einen religiösen Pfad gehen wollen, müssen wir ja körperlich einigermaßen beieinander sein, oder? Der Wohlstand in einem Land ist nicht zwangsläufig negativ. Wenn ein Land völlig verarmt ist, werden dort auch keine großen Heiligen oder so entstehen. Der buddhistische Orden entstand erst, als es in Indien möglich war, dass einige Leute sich aus dem Produktionsprozess zurückziehen konnten und die ganze Zeit meditieren. Das geht nicht, wenn alle am Hungertuch nagen oder so, ne? Also man sagt im Buddhismus, man soll an Wohlstand nicht anhaften, das ist richtig. Aber es ist erstmal wichtig, dass man die Dinge des Lebens hat, oder? Und das wird symbolisiert bis hier sozusagen. Aber dann beginnt der eigentliche religiöse Weg und der beginnt erstmal mit dem Vermeiden der 10 unheilsamen Handlungen oder dem Durchführen der 10 heilsamen Handlungen. Also die Ethik geht dem gesamten Meditationsweg voraus, ne? Der Buddhismus besteht ja eben aus Ethik, Konzentration und Weisheit. Konzentration, die wir, wie gesagt, mehr montags machen. Heute ist mehr Weisheit, wie man schon merkt. Wir wollen mehr erklären und so weiter. Das gipfelt dann in Shamatha und Vipassana. Aber davor ist Ethik. Wenn man kein heilsames Leben führt, ist Meditation völlig ausgeschlossen. Kann man vergessen. Ne? Deshalb wird hier, wie in anderen Wegen auch, im Yoga oder auch im Christentum und so weiter, wird ja erstmal gesagt, mach mal das und lass mal das. Was da gefordert wird, ist übrigens immer ziemlich ähnlich, wie zum Beispiel die 10 unheilsamen Handlungen oder die 10 Gebote oder Worte Gottes, wie es wörtlich heißt, im Judentum und Christentum. Hans Küng hat es mal runtergebrochen auf den Weltethos. Nicht töten, nicht stehlen, kein sexuelles Fehlverhalten und nicht lügen. Das ist eine Ethik, die wir in allen Weltkulturen finden.
Auch den alten Spruch, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Was Kant ja auch nicht anders gesagt hat, nur etwas komplizierter, weil er Preuße war, aber im Grunde das Gleiche. Ne? Also Grundlage für die Ethik, da haben sich große Denker mit aller Kulturen mit beschäftigt, sie kommen immer auf das Gleiche. Also halte dich mal lieber daran, dass du anderen nicht das antust, was du auch nicht möchtest, dass man dir antut. Wenn es richtig gut läuft, tust du den anderen das, was du möchtest, dass man dir tut. Das hat Paulus gesagt. Ne? Das ist aber für die meisten Menschen unrealistisch. Deshalb sagt der Dalai Lama oft, buddhistische Ethik ist, anderen keinen Schaden zu fügen und wenn du kannst, anderen nutzen. Hm? Was du von jedem erwarten darfst, ist, dass er anderen keinen Schaden zufügt, wenn er einigermaßen bei KP ist. Ne? Was man nicht von jedem erwarten kann, ist, dass er anderen groß nutzt. Da muss man eine gewisse Kraft haben und so weiter. Ne? Gut, und wenn wir das mit der Ethik als absolute Grundlage des Pfades ein bisschen bewältigt haben, dann können wir uns auf den Pfad, auf der Grundlage auch von weltlichen Dingen, die man erstmal braucht, dann können wir uns für die 37, für die Erleuchtung förderlichen Eigenschaften interessieren. Und die ersten vier Faktoren waren eben die vier Ausrichtungen der Vergegenwärtigung oder was man Satipatthana nennt. Ne? Darüber habe ich ja auch zweimal in den letzten Wochen irgendwo gesprochen, könnt ihr ja nochmal schauen. Der einzige Weg haben wir das genannt. Ne? Der Buddha hat gesagt, es gibt nur eine Möglichkeit, Fortschritte zu machen und das ist Satipatthana. Satipatthana bedeutet, dass man aufpasst, dass man bei der Sache ist, dass man sich etwas vergegenwärtigt. Ne? Wenn du dich nicht immer daran erinnerst, was du machen möchtest, dann kommst du nirgendwo an, oder? Das gilt übrigens auch für weltliche Dinge. Wenn du nicht aufpasst, was du lernst, dann wirst du in keinem Bereich des Lebens Erfolg haben, völlig ausgeschlossen. Das ist eine Art Tool, wie man das heute nennt. Ne? Der Buddha sagte, entweder du passt auf, dann kannst du alles erreichen. Wenn du nicht aufpasst, wirst du nicht nur nicht alles erreichen, es wird katastrophal werden. Wenn du nicht aufwachst, nicht aufpasst, dann wird es nicht nur nicht besser, es wird schlechter. Es wird grauenhaft werden. Der Buddha sagt, Unachtsamkeit ist der Weg des Todes. Alle großen Katastrophen der Menschheit bis hin zum Holocaust und Kriegen kommen, weil die Leute nicht aufpassen. Die Menschen sind nicht an sich böse, aber sie passen nicht auf, sie sind unaufmerksam und dadurch kommt es zu Degeneration und schlimmen Sachen und so weiter. Ne? Gut, aber im strengen Sinne bedeutet die Satipatthana, dass man sich immer daran erinnert, wie die Dinge eigentlich sind, wie der Buddha sie dargestellt hat im Gegensatz zu unserer Unwissenheit. Ne? Man spricht da von drei Daseinsmerkmalen, auch im Pali-Kanon. Alle Produkte sind unbeständig, alles Befleckte ist leidhaft und alle Phänomene sind leer und ohne Selbst. Ne? Im Mahayana kommt noch hinzu, und Nirvana ist der wahre Frieden. Man kann es auch anders sagen, ich habe es schon mehrmals erklärt, will es heute nicht nochmal wiederholen. Man versteht die allgemeinen und spezifischen Merkmale der Realität. Insbesondere versteht man die vier Wahrheiten, das ist ja eine Einteilung der Phänomene. In ihren sogenannten 16 Aspekten, das will ich jetzt auch nicht näher ausführen. Also man versteht durchaus durch Studium, wie die Dinge eigentlich sind. Und wenn man dann merkt, dass man unter den Einfluss der Unwissenheit gerät, versucht man sich immer daran zu erinnern, dass die Dinge ja gar nicht so sind, wie sie einem erscheinen. Wenn man zum Beispiel etwas für sehr beständig hält, was eigentlich völlig unbeständig ist, wie der Buddha das gesagt hat, dann sollte man sich bei Gelegenheit daran erinnern. Und dann wird man auch nicht so viel Anhaftung haben zum Beispiel, auch nicht so viel Wut und so. Die Dinge so zu sehen, wie sie sind, ist das beste Mittel gegen Leidenschaften. Ne? Man versucht sich immer wieder daran zu erinnern, wie die Dinge sind. Das ist die Grundlage des Pfades. Man lernt, wie die Dinge sind und versucht sich dann daran zu erinnern. Das wird mit der Klinge einer Axt verglichen. Also wenn du einen Baum umhauen willst, ist heute vielleicht nicht so ein schönes Beispiel, aber wenn es ein Giftbaum ist, dann brauchst du vor allem eine scharfe Klinge, oder? Ohne die scharfe Klinge kannst du den Schaft und deinen starken Arm vergessen, da kommst du nicht weiter. Ne? Das heißt, worum es im Buddhismus letztlich geht, ist die Einsicht, die Weisheit, habe ich halt schon mehrmals gesagt. Ne? Und damit kann man die Wurzel des Sansara quasi abschneiden. Man muss verstehen, wie die Dinge sind und sich immer wieder daran erinnern. Das nennt man Satipatthana.
Der Buddha hat das sehr eloquent dargestellt, wie man das machen kann, beim Gehen, Stehen, Sitzen und Liegen, bei allen Handlungen, bei der Atemmeditation, beim Bodyscan und so. Ihr kennt all diese Sachen, die heute ja auch sehr virulent werden in der säkularen Achtsamkeitsschulung. Und die sich auch sogar dargelegt haben in solchen kulturellen Produkten wie der Teezeremonie oder dem Bogenschießen oder dem Schwertkampf oder was ist da nicht, oder überhaupt den Kampfsportarten dann aus Asien. Was dem zugrunde liegt, ist, dass man ganz und gar aufmerksam ist und bei der Sache bleibt und ohne Projektion des Egos möglichst die Dinge sieht, ne? Das sind die vier Ausrichtungen der Vergegenwärtigung auf Körper, Empfindung, Geist und Geistobjekte, wie man das nennt. Da habe ich, wie gesagt, zwei Abende näher erläutert, was das bedeutet. Dann kommen wir zur nächsten Kategorie. Das sind die vier Arten des rechten Aufgebens. Das ist die nächste Stufe auf der Stupa. Das nennt man nämlich, dass man das Aufgeben alter Leidenschaften, das Nichtentstehen neuer Leidenschaften, die Weiterentwicklung positiver oder heilsamer Faktoren und die Hervorbringung neuer positiver Faktoren. Was das im Kern ist, nennt man Tatkraft im Buddhismus. Tatkraft bedeutet, Freude am Heilsamen zu haben. Das nennt man Tatkraft. Mit anderen Worten, wenn man verstanden hat, wie die Realität ist im Bereich der Vergegenwärtigung und der Weisheit, dann muss man sich bemühen, das immer und immer wieder hervorzubringen, diese Erkenntnis, oder? Und das Gegenteilige zu verringern. Das wird mit einem starken Arm verglichen. Wenn wir bei dieser Metapher des Baumes umhauen bleiben, dann ist die Klinge der Axt Satipatthana oder die Einsicht und der starke Arm sind die vier Arten des rechten Aufgebens. Ne? Mit anderen Worten, muss ich bemühen. Muss ich auch ein bisschen anstrengen. Einige wollen im Buddhismus nur Entspannung. Das läuft leider nicht. Entspannung macht dumpf, hat Tsongkhapa gesagt. Ne? Gut, viele Leute sind heute ein bisschen zu verspannt, die müssen sich erstmal entspannen. Aber auf dem Pfad muss man sich anstrengen, aber mit Freude möglichst. Das nennt man Tatkraft. Ne? Die beste Anstrengung ist mit großer Freude. Wenn man weiß, wofür man das macht, wenn man einen Sinn in etwas sieht, hat man große Freude, oder? Auch wenn man hart arbeiten muss. Das sagen heute auch Wissenschaftler, dass wenn Menschen einen Sinn in etwas sehen, erleben sie viel Freude, auch wenn es anstrengend ist. Wenn man keinen Sinn in etwas erlebt, dann entwickelt man einen Burnout. Das ist unabhängig davon, ob man viel oder wenig arbeitet. Es gibt auch ein Bore-out übrigens, dass man sich zu Tode langweilt. Das Wichtigste ist, Viktor Frankl hat deutlich gemacht, wenn man einen Sinn in etwas sieht, dann entwickelt man Resilienz. Man hat ungeheure Kraft. Und er weiß, worüber er redet. Er war in einem Konzentrationslager und hat den Holocaust überlebt. Und er sagt, diejenigen, die noch einen Sinn im Leben sahen, in irgendeiner Hinsicht, die haben das überlebt. Die anderen sind sehr früh gestorben oder so. Und er hat dann seine ganze Psychologie an der Frage von Sinn festgemacht. Und er hat gesagt, man erlebt Freude, wenn man Sinn erfährt. Nietzsche sagte mal, es gibt kein Was, das einem zu viel wird, wenn man dafür ein Warum hat. Ne? Das ist entscheidend. Deshalb können auch Leute wie der Dalai Lama so ungeheure Energien entwickeln, weil sie halt ein Warum haben, sozusagen. Ne? Es gibt ja heute viele Bücher, wo steht, warum man morgens aufsteht. Man sollte wissen, warum man morgens aufsteht. Gut, auf jeden Fall, dann wird man sich anstrengen, wenn man weiß, dass man auf dem richtigen Weg ist. Und dann kommt als nächste Kategorie die vier Stützen für Wunderkräfte. Das ist mit anderen Worten die Einführung von Konzentration, von Shamatha. Man nennt das Streben, Tatkraft, Denken und Untersuchung. Das brauche ich jetzt nicht näher erläutern. Es gibt 9 Stufen auf der Entwicklung zu geistiger Ruhe oder Shamatha. Die habe ich hier auch erklärt. Auch 1-2 Abende über die Zähmung des Elefanten. Und wenn man sich daran erinnert, weiß man, worum es hier geht, nämlich, dass man nicht nur einen aufmerksamen Geist entwickelt, sondern eine totale Konzentration entwickelt. Ne? Man stellt sich zum Beispiel den Buddha im Raum vor sich vor und versucht, den Geist auf ihn zu konzentrieren, möglichst einspitzig. Und zunehmend wird man gar nicht mehr abgelenkt, bis man einen Zustand erreicht, wo man, solange man will, völlig klar und mühelos auf dem Objekt verweilen kann. Was dadurch entsteht, ist eine ungeheure Flexibilität des Geistes. Das heißt, der Geist ist ganz mühelos. Ne?
Der Körper macht einem keine Probleme, der Geist macht einem keine Probleme. Wenn man die buddhistische Philosophie dann analysiert, hat man keinerlei Probleme damit. Ne? Normalerweise, wenn die Leute hören, 37 Faktoren, oh weia, dann werden sie schon ganz trübe. Ne? Jemand, der diese Flexibilität erreicht hat, der ist kein Problem, mit 37 Faktoren oder sowas zu arbeiten. Also der wird körperlich und geistig sehr leicht sich damit beschäftigen können. Insbesondere die Leerheit. Ne? Es gibt viele Hindernisse in unserem Geist, die Leerheit zu verstehen. Die meisten fangen sofort an zu gehen, wenn das Wort auch nur kommt. Es wirkt ja auch nicht sehr attraktiv, ne? Leerheit. Das hat der Buddha aber, glaube ich, extra gemacht. Es ist eigentlich kein attraktives Wort. Aber es hat eine große Bedeutung. Aber wenn man das mal verstanden hat, dann wird man sich bemühen, Konzentration zu entwickeln, weil man dann einen ganz flexiblen Geist hat, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Jetzt müssen wir noch darauf kommen, dass eben man von 5 Pfaden spricht im Buddhismus. Also ein ernsthafter Praktizierender, der wirklich auf dem Weg zu Nirvana oder Buddhaschaft ist, der durchläuft nacheinander 5 Pfade. Die nennt man den Pfad der Ansammlung, der Vorbereitung, des Sehens, der Meditation und des Nicht-mehr-Lernens. Wie kommt man auf einen solchen Pfad? Leider nicht, indem man Mitglied im tibetischen Zentrum wird. Das ist, wie gesagt, hilfreich, aber ist noch kein Pfad. Die Zufluchtnahme alleine hilft auch nicht. Das macht einen zu einem Buddhisten, aber nicht alle Buddhisten sind auf einem Pfad. Es gibt 3 Fahrzeuge, die 5 Pfade durchlaufen. Das nennt man die Shravakas, Pratyekas und Bodhisattvas. Die Shravakas und Pratyekas sind das, was man Hinayana-Praktizierende nennt. Die streben die persönliche Befreiung an, das Nirvana. Der Bodhisattva strebt die Buddhaschaft zum Wohl der Wesen an. Ne? Das nennt man den Erleuchtungsgeist. Wenn man eine sogenannte nicht-künstliche Entsagung entwickelt, das heißt, dass man Tag und Nacht kein anderes Ziel hat, als die persönliche Befreiung des Nirvanas zu erreichen, dann ist man auf dem ersten Pfad des Shravakayanas bzw. Pratyekayanas. Ne? Ja, das nennt man nicht künstlich. Das heißt nicht, dass man gelegentlich mal denkt, ach, Nirvana wäre auch nicht schlecht, sondern Tag und Nacht, selbst wenn man mitten im Schlaf geweckt würde, wäre der erste Gedanke, was muss ich tun, um die Befreiung zu erreichen. Dann bist du auf dem ersten Pfad. Der Bodhisattva, es ist auch identisch damit, was ein Bodhisattva ist, dass man auf den ersten Pfad eines Bodhisattvas kommt und das geschieht durch den nicht künstlichen Erleuchtungsgeist. Das heißt, wenn das Streben nach Buddhaschaft alleine zum Wohl der Wesen in einem so stark ist, dass es einen Tag und Nacht beschäftigt, das ist ein nicht künstlicher Erleuchtungsgeist, das ist ein Bodhisattva. Also ein Bodhisattva, wenn du ihn mitten in der Nacht wächst oder vielleicht sogar im Traum, wäre sein erster Gedanke, was kann ich tun, um ein Buddha zu werden, um den Wesen zu helfen. Ne? Wie man diese Einstellung entwickelt, wird im Lamrim und so erläutert, in den Meditationen von Gleichsetzen und Austauschen von selbst und anderen und in den 7 Stufen mit 6 Ursachen und einer Wirkung über die Mütter und so weiter, das habe ich hier schon öfter erläutert. Man entwickelt ein enormes Mitgefühl, was letztlich darin kulminiert, dass man denkt, das Beste, was ich für die Wesen tun kann, ist, dass ich ein Buddha werde, weil dann habe ich alle Möglichkeiten, anderen zu helfen. Und wenn dieser Gedanke einen vollkommen beherrscht, ist man auf dem ersten Pfad des Mahayana oder des Bodhisattvas. Das nennt man den Pfad der Ansammlung. Also auf den Pfad kommt man durch Motivation. Von Weisheit ist da gar nicht so viel die Rede. Man könnte sogar ein Bodhisattva werden, ohne eine gültige Erkenntnis der Leerheit zu haben. Entscheidend wäre dieser ungeheure Mitgefühl, der Erleuchtungsgeist. Ne? Aber auf dem ersten Pfad muss man das dann schnell nachholen, weil man wird bestimmt kein Buddha ohne diese Weisheit. Man unterscheidet deshalb den kleinen, mittleren und großen Pfad der Ansammlung. Ansammlung bezieht sich wohl darauf, dass man sehr viel Verdienst ansammelt, das heißt, man sammelt sehr gute Anlagen im Bewusstsein. Anders kann man die Weisheit nicht entwickeln. Man muss seinen Geist quasi erstmal auflockern in seiner tiefen Umnachtung. Das nennt man die Ansammlung von Verdienst. Deshalb macht man so komische Handlungen, eigentlich auch in allen Religionen, dass man sich verneigt und Opfergaben darbringt, Pilgerreisen macht und was nicht immer. Das sind alles Handlungen, die zur Ansammlung von Verdienst führen. Auf dem großen Pfad der Ansammlung
Gehen wir jetzt mal von einem Bodhisattva aus, der auf dem Weg zur Buddhaschaft ist. Wird man aber dann nicht nur eine gültige Erkenntnis der Leerheit aufgrund von Schlussfolgerungen und Logik und so weiter entwickelt haben, eine sogenannte Pramana, haben wir hier ja auch schon mal drüber gesprochen, sondern man wird das auch mit tiefer Konzentration verbinden, mit Shamatha. Dafür braucht man das. Das heißt, am Ende des Pfades der Ansammlung ist man in einem Zustand, wo man in tiefer Konzentration, und zwar einspitziger Konzentration, über begrifflich korrekt erfasste endgültige Realität der Leerheit meditiert. Und im gleichen Moment tritt man dann über auf den Pfad der Vorbereitung. Der Pfad der Vorbereitung heißt so, weil man sich vorbereitet auf die unmittelbare Erfahrung der letztlichen Realität. Das heißt, auf dem Pfad der Vorbereitung hast du noch keine überbegriffliche oder transrationale Erfahrung der Realität, sondern es ist noch eine begriffliche Erkenntnis. Die sollte man aber nicht unterschätzen. Wenn man eine tiefe begriffliche Erkenntnis der letztlichen Realität hat, ist man schon ein außerordentlicher Mensch und das wird sehr viel ändern. Ayadeva sagt sogar, wenn man auch nur Zweifel hat an der Art, wie die Dinge einem erscheinen, dann erholt sich der Daseinskreislauf davon nicht mehr. Also wenn irgendeinem jemand mal erklärt hat, dass ich und die Phänomene existieren anders als du denkst, selbst wenn du davon gar nicht überzeugt bist, alleine dieser Zweifel, der in dir genährt wird, wird irgendwann dazu führen, dass du zur Erkenntnis kommst. Wenn du sogar irgendwann eine korrekte begriffliche Erkenntnis der Leerheit hast, das hat schon großen Einfluss, ne? Der Dalai Lama ist natürlich ein geschicktes Mittel, hat mal so nebenbei gesagt, er hätte eine korrekte Vermutung der Leerheit. Aber die Erfahrung wäre so intensiv gewesen, als wenn einem jemand ein Schwert ins Herz bohrt, hat er gesagt. Korrekte Vermutung ist noch vor der korrekten begrifflichen Erkenntnis der Leerheit, also der Pramana, der korrekten Schlussfolgerung. Das ist natürlich geschickte Mittel eines Lehrers, aber er will uns damit sagen, dass wie intensiv es schon wäre, wenn wir diese Dinge auch nur begrifflich verstehen würden. Aber jetzt am Ende des Pfades der Ansammlung, dafür entwickelt man diese Konzentration, bringt man einen tief konzentrierten Geist von Shamatha mit einer korrekten begrifflichen Erkenntnis der letztlichen Realität der Leerheit zusammen. Im gleichen Moment befindet man sich dann auf dem Pfad der Vorbereitung. Und ich kann schon mal sagen, auf dem Pfad der Vorbereitung wird man schrittweise, wird das Begriffliche zurücktreten und es wird immer unmittelbarer erscheinen. Ne? Geshe Repton sagte mal, das ist, wie man heute im Fernsehen sehen kann, wie so ein Flugzeug, vielleicht so ein Militärjet, den man manchmal so sieht, wie er plötzlich näher kommt, immer näher und näher, bis man ihn ganz direkt sieht oder sowas. Ne? Das heißt, es ist noch eine begriffliche Erkenntnis der letztlichen Realität. Also ab dem Pfad der Ansammlung, auf dem man durch die Motivation kommt, unterscheiden sich die Pfade hauptsächlich in dem Ausmaß deiner Weisheit. Ne? Das heißt, du erreichst jetzt eine Weisheit, die verbunden ist mit tiefer Konzentration und wodurch die begrifflichen Anteile deiner Erkenntnis immer geringer werden und die unmittelbare Erfahrung immer stärker. Und das nennt man dann den Pfad, wo du dann eben bist, auf dem die fünf Kräfte entwickelst du. Das ist die vierte Kategorie und damit auch dieser vierte Ring hier. Ne? Die fünf Kräfte bestehen aus Vertrauen, Tatkraft, Vergegenwärtigung, Konzentration und Weisheit. Also was jetzt hinzukommt, wenn man gut aufgepasst hat, ist hauptsächlich Weisheit. Ne? Wir hatten zwar am Anfang schon die rechte Vergegenwärtigung, aber jetzt ist das eine tiefe Analyse der letztlichen Realität, die man mit Konzentration verbindet. Also das entscheidende Moment ist, dass man Konzentration und Weisheit verbindet. Das nennt man auch Vipassana, ne? Höhere Einsicht. Es heißt höhere Einsicht, weil es eine Einsicht ist, die auf tiefer Konzentration basiert. Aber dafür brauchst du auch andere Faktoren im Bereich der Methode, wie Vertrauen, Tatkraft und Vergegenwärtigung. Zum Beispiel, wenn eine dieser fünf Faktoren von diesen fünf nicht vorhanden ist, wirst du auf dem Pfad nicht vorankommen. Das hängt auch alles miteinander zusammen. Zum Beispiel, wenn du Weisheit entwickelst oder auch einfach eine hohe Intelligenz hast, aber kein Vertrauen, dann wirst du kein Buddha werden, sondern du wirst vielleicht irgendwelche Waffen herstellen oder so etwas. Das heißt, Intelligenz kann missgeleitet werden und das wird sie heute massiv, ne?
Wenn du nur Vertrauen ohne Weisheit hast, dann hast du sowas wie blinden Glauben oder so. Aber es ist nicht richtig analysiert, ne? Wenn wir jemanden haben, der zwar Vertrauen und Weisheit hat, aber keine Tatkraft, dann ist er mit anderen Worten faul, ne? Das heißt, im Grunde findet er den Pfad fantastisch, aber leider kommt er nicht dazu. Wenn du keine Vergegenwärtigung hast, habe ich schon immer gesagt, dann bist du wie eine lecke Vase. Du hast zwar gute Informationen, aber vergisst sie immer wieder, ne? Das heißt, wenn es bei uns nicht gut läuft, das können wir, wie gesagt, auch auf unseren Zustand übertragen. Das muss nicht auf dem Pfad der Vorbereitung sein. Dann muss irgendwas dieser 5 Faktoren bei uns vernachlässigt worden sein, ne? Genau das sieht man auch. Manche Leute sind sehr intelligent, haben aber leider kein Vertrauen, ne? Die benutzen sogar manchmal ihre Intelligenz, um Religion oder Dharma schlecht zu machen. Gibt es heute sehr massiv, oder? Die wehren sich mit ihrer Intelligenz gegen die Religion. Die haben so Scheintheorien, warum Religion alles ganz schlimm ist und so weiter. Sind sehr intelligente Leute, haben aber leider kein Vertrauen, ne? Andere Leute haben vielleicht spontan sehr viel Vertrauen, sind aber leider nicht sehr intelligent. Für Nirvana wird das leider auch nicht reichen. Für eine hohe Wiedergeburt sicherlich. Es ist besser, ein gutes Herz zu haben. Wenn man entscheiden muss zwischen Intelligenz und einem guten Herzen, ist ein gutes Herz erstmal wichtiger, ne? Aber im Grunde geht es im Buddhismus darum, dass man beides entwickelt. Wie gesagt, und dann können wir bei uns selber sehen, ob wir genug Tatkraft haben, das heißt Freude am Heilsamen. Ob wir genug aufpassen, zum Beispiel Vergegenwärtigung, wenn man es nicht hat. Vielleicht tut man heute ganz tolle Sachen und morgen passt man nicht auf und hat einen fürchterlichen Wutanfall. Dann kann man eigentlich wieder bei vorne anfangen. Es gibt so Leute, die haben eigentlich ein sehr gutes Herz und tun gute Sachen, aber sie passen immer nicht auf. Ab und zu flippen sie total aus, ne? Dann landen sie im Gefängnis irgendwo, sieht man auch im politischen Leben oder so. Da denkt man eigentlich ganz nette Leute, aber sie passen einfach nicht auf. Im Buddhismus sagt man die Nagas, das sind solche Wesen. Die haben großes Vertrauen zum Dharma, aber sind ethisch nicht ganz verlässlich. Dadurch landen sie in einem niederen Daseinsbereich, aber verehren den Dharma und sind sehr reich, heißt es. Gut, aber das nur als Anhaltspunkt. Ich hoffe, es ist ungefähr klar geworden, was die 5 Kräfte sind. Es lohnt sich, diese 5 Kräfte genau zu definieren. Darüber haben wir jeweils auch schon im Einzelnen meditiert. Vertrauen bedeutet, dass man etwas, was gute Eigenschaften hat, auch als solches versteht und das anerkennt, ne? Das hat nichts mit blindem Glauben zu tun. Vertrauen ist die Grundlage des Pfades, sagt Tsongkhapa. Traut man dem Buddhismus vielleicht gar nicht zu, aber nur mit Intelligenz geht es nicht. Du musst auch Vertrauen haben, ne? Tatkraft ist Freude am Heilsamen. Vergegenwärtigung heißt, dass du dich immer daran erinnerst, was du gerade praktizieren willst, wie die Dinge sind und so weiter. Konzentration ist Einspitzigkeit des Geistes und Weisheit ist Einsichtsfähigkeit, ne? Wenn du das alles in Bezug auf die Erkenntnis der Leerheit zum Beispiel entwickelst, dann befindest du dich auf dem Pfad der Vorbereitung und bereitest dich langsam auf den Pfad des Sehens vor. Dann gibt es allerdings noch die fünfte Kategorie, das sind die 5 Stärken. Das sind die gleichen 5 Kräfte, nur jetzt in einem Zustand, wo sie stärker sind als ihre Gegenteile. Das heißt, wenn du auf dem Pfad der Vorbereitung so weit bist, dass dein Vertrauen unerschütterlich ist und durch Misstrauen nicht mehr zu beseitigen ist und deine Tatkraft sehr stabil ist und deine Vergegenwärtigung und Konzentration und Weisheit, dann nennt man die gleichen Eigenschaften 5 Stärken. Das heißt, sie haben einfach eine andere Qualität erlangt, ne? Den Pfad der Vorbereitung nennt man den Pfad der Vorbereitung der klaren Erkenntnis. Der hat auch 4 Teile, aber das will ich euch jetzt nicht mit ermüden. Und dann kommen wir auf den Pfad des Sehens. Das ist innerhalb dieser Stupa, dieser Bauch hier, diese Vase. Das ist ein ganz entscheidender Teil, nämlich da wird man ein Heiliger. Da sieht man die letztliche Realität, ne? Das ist der Pfad des Sehens. Also das Wort Sehen ist ja eindeutig. Was man sieht, ist natürlich nicht mit den äußeren Glubschern, sondern mit dem inneren Geist, mit dem geistigen Bewusstsein erfährt man die letztliche Wahrheit, ne? Das nennt man wohl auch Mystik, dass man ohne Augen sehen kann. Das heißt, man sieht etwas lebendig vor sich, was andere höchstens denken können, wenn überhaupt, ne? Das ist das Wesen der Mystik.
Im alten Griechenland sind Leute in Höhlen eingeschlossen worden und dann wurden ihnen Mysterien vermittelt, tiefe Wahrheiten. Die haben überhaupt nichts gesehen, aber innerlich haben sie was gesehen. Ich selber habe auch mal so einen Dunkelretreat gemacht und das ist mittlerweile bei einigen auch Mode. Das heißt, du siehst nichts, aber innerlich kommst du zunehmend zu gewissen Erkenntnissen, wenn es gut läuft. Ne? Das nennt man Mystik. Man sieht nicht mit den äußeren Augen, da hat noch keiner Gott gesehen oder die Leerheit. Man sieht mit dem inneren Auge. Und das ist natürlich ein erschütternder Moment. Wenn du die Realität gesehen hast, wirst du nicht mehr an ihr zweifeln, oder? Damit bist du ein Heiliger, ein Arya, und hast eine direkte Einsicht aus der Meditation. Das heißt, deine Erfahrung beruht jetzt nicht mehr auf begrifflichem Denken, sondern auf unmittelbarer Erfahrung. Vorher ging es um Hören und Nachdenken, wie man das nennt, Studieren und Kontemplieren. Jetzt geht es um Meditation. Der Pfad des Sehens ist sehr kurz, nur einen kurzen Moment. Es ist wirklich der Moment, wo das umkippt aus der begrifflichen Erkenntnis in die unmittelbare Erfahrung. Manche nennen sowas heute Quantensprung. Quantenphysiker sagen, das ist Unsinn, aber ihr wisst, was gemeint ist. Plötzlich wird alles anders. Das heißt, eine Sache, die eben noch so war, wird plötzlich geändert in etwas anderes. Fundamental, ne? So wie wenn Wasser plötzlich kocht, oder? Oder wenn Wasser Eis wird oder so. Im Zen sagt man auch, jeder von uns ist ein potenzieller Buddha, so wie das Wasser immer zu Eis werden kann und nicht davon getrennt ist. Ne? Das heißt, so kann man das vielleicht in diesem Zusammenhang verstehen. Ein Zustand der begrifflichen Erkenntnis geht über in eine überbegriffliche Erkenntnis. Transrational nennt man sowas. Das ist sicherlich eine hocherstaunliche und mysteriöse Geschichte. Ne? Sowas kennen wir normalerweise kaum. Auch wir haben manchmal direkte Erfahrungen geistiger Art, aber keine yogischen. Wenn sich diese yogischen Erfahrungen über die Selbstlosigkeit und Leerheit voll manifestieren, ist man auf dem Pfad des Sehens. Und da gibt es 7 Erleuchtungsglieder. Die nennt man Vergegenwärtigung, Weisheit, Tatkraft, Freude, Beweglichkeit, Konzentration und Gleichmut. Ja, wir sehen, dass immer die gleichen Dinge immer wieder auftreten, oder? Eigentlich haben wir hier gar nicht 37 völlig verschiedene Dinge, sondern unterm Strich, wenn man es durchzählen würde, sind es eigentlich 10 Eigenschaften, die immer wieder in anderer Zusammenstellung auftreten. Genau gesagt, Vertrauen, Tatkraft, Vergegenwärtigung, Weisheit, Konzentration, Gleichmut, Freude, Denken, Disziplin und Beweglichkeit treten hier in immer wieder 9 Konstellationen auf verschiedenen Stufen. Aber so kommt man eben zu 37 Faktoren. Und diese 7 Erleuchtungsglieder haben auch bestimmte Symbole, das interessiert ja manchmal auch. Im Buddhismus wie in allen Religionen werden die intellektuellen Inhalte natürlich auch symbolisch dargestellt. Ne? Wenn man das wörtlich nimmt, dann denken die Leute immer, die Religionen sind verrückt mit ihren komischen Symbolen und Geschichten, aber es sind natürlich innere Symbole. Zum Beispiel die Vergegenwärtigung wird mit dem kostbaren Rad verglichen, die Weisheit mit dem kostbaren Juwel, die Tatkraft mit der kostbaren Königin, die Freude mit dem kostbaren Minister, die Beweglichkeit mit dem kostbaren Elefanten und die Konzentration mit dem kostbaren Pferd und der Gleichmut mit dem kostbaren General. Und wenn man eine sogenannte Mandala-Opfergabe darbringt, habt ihr vielleicht mal gehört, wo man da irgendwie das ganze Universum darbringt, dann bringt man diese 7 Symbole dar. Wofür die eigentlich stehen, sind die 7 Erleuchtungsglieder. Das heißt, man opfert seine inneren Fähigkeiten sozusagen dem Buddha. Das ist letztlich damit gemeint. Ne? Ja, wir könnten das jetzt genauer ausführen, warum gerade diese 7 Symbole, aber da will ich mal drauf verzichten. Auf jeden Fall gibt man in dem Moment, wo man auf den Pfad des Sehens kommt, alle intellektuell entstandenen Leidenschaften auf. Man kann sich vorstellen, dass alle falschen Theorien über die Realität sich auflösen, wenn du die Sache unmittelbar gesehen hast, oder? Das ist nicht schwer. Hm? Zum Beispiel die Vorstellung, es gäbe ein beständiges, teileloses und unabhängiges Ich, gibt es in einigen Philosophien und Religionen. Das ist aber eine intellektuell entstandene Unwissenheit. Ne?
Zum Beispiel die Hindus sprechen von einem Atman, das ist so ein Seelenkern in uns, der beständig, teillos und unabhängig ist. Damit wird man nicht zwangsläufig geboren, dass man das denkt, sondern das kommt durch Philosophie. Aber wenn man sehen würde, wie das Ich wirklich existiert, würde diese intellektuelle Unwissenheit sich sofort auflösen. Damit werden bestimmte Leidenschaften, die aus falschen Theorien entstehen, automatisch aufgelöst auf dem Pfad des Sehens. Man beginnt jetzt übrigens, die 10 Bhumis zu entwickeln, die Bodhisattva-Bhumis. Ich hatte ja auch schon öfter hier Bilder von der Stupa euch auch ausgeteilt, da könnt ihr das ja auch alles sehen. Hier oben auf der Stupa sind jetzt 13 Ringe. 10 davon stehen für die sogenannten Bodhisattva-Bhumis. Die beginnen ab dem Pfad des Sehens. Wenn man ein Heiliger ist, kommt man auf die erste höhere Ebene des Mahayana oder des Bodhisattvas. Wer das genauer studieren möchte, kann das bei Chandrakirti im Madhyamaka Avatara nachlesen. Das ist ein Kommentar, wie man die 10 Bodhisattva-Bhumis entwickelt, indem man auf jedem Bhumi eine der 10 Vollkommenheiten besonders stark entwickelt. Man kann das übrigens auch wieder so lesen, wie ich selber diese 10 Vollkommenheiten auf meiner Ebene im Moment praktiziere. Wir können im Moment gar keine Vollkommenheiten entwickeln, weil dafür muss man ein Bodhisattva sein und der muss den spontanen Erleuchtungsgeist haben. Aber wir können auch 10 Tugenden entwickeln. Wenn wir zum Beispiel Shantidevas Werk lesen, Bodhicayavatara, da geht es um die sogenannten 6 Vollkommenheiten von Freigebigkeit, Ethik, Geduld, Tatkraft, Konzentration und Weisheit. Die sind eigentlich, wie gesagt, für einen Bodhisattva gemeint, der sich kurz vor der Buddhaschaft befindet. Aber wir können aus dem Buch auch entnehmen, wie wir freigebiger sein können, ethischer und geduldiger und so weiter. Man muss das dann entsprechend übertragen. Übrigens, das, was ich hier über die 37 Faktoren sage, habe ich mir natürlich auch nicht selber ausgedacht, sondern das kommt auch aus den großen indischen Kommentaren, vor allem von Asanga. Im Abhisamayamkara steht das hauptsächlich, dem kostbaren Kranz der verschiedenen Stufen der geistigen Erkenntnis. Man sagt übrigens, dass die Schrift von Buddha Maitreya direkt auf Asanga gechannelt worden ist. Das ist hier Maitreya, der Buddha der Zukunft. Der wird als durchaus schon existent gesehen in einem reinen Land und Asanga ist da quasi hingeflogen und hat sich die Erkenntnisse dann geholt. Was immer man darüber denkt, so eine Art Channel-Vorgang. Kommentiert worden ist das von Hari Bhadra, wenn das näher interessiert. Und das ist eben ein wichtiger Teil des Studienprogramms der großen Meister, wie den Geshis, die ja über 30 Jahre über diese Dinge studieren. Da hat man vielleicht ein bisschen Einblick, was die da überhaupt machen. Diese verschiedenen Stufen, die ich hier kurz erläutere, vielleicht erscheint es euch schon sehr lang, aber es ist die kürzestmögliche Form. Wenn man Abhisamayamkara im Kloster studiert, geht das über 3 Jahre. Und die machen das nicht einmal am Wochenende, sondern 7/24 kann man sagen. Das. Zumindest ein bisschen schlafen, aber selbst da meditieren sie teilweise. Aber sie kriegen jeden Tag Unterricht und dann debattieren sie 3-4 Stunden über diese Dinge hin und her. Und dann ist dieser Bereich, Pachin nennt man das auch, über die 5 Pfade quasi abgehakt. Das sind gewaltige philosophische Texte, die von Asanga und Chandrakirti, die sind im Westen noch gar nicht richtig gehoben in ihrer Qualität. Ne? Gut, und jetzt kommen wir endlich zum 8-gliedrigen Pfad der Heiligen. Das ist nämlich die letzte Kategorie, 30 bis 37 innerhalb der 37 Faktoren zur Erleuchtung. Diese bezeichnen bestimmte Glieder, die man entwickelt im Geist, eben auf dem Pfad der Meditation. Der Pfad der Meditation dauert so lange, bis man das Ziel des Pfades erreicht hat, also das persönliche Nirvana oder die Buddhaschaft. Ne? Man muss sich also vorstellen, man hat eben diese unmittelbare Einsicht in die Leerheit erlangt auf dem Pfad des Sehens und im nächsten Moment tritt man auf den Pfad der Meditation ein. Der ist da nicht nur ganz kurz, der dauert oft Äonen, heißt es. Was jetzt beseitigt werden muss, sind die angeborenen Anlagen der Unwissenheit, nicht nur die intellektuell hervorgebrachten. Das heißt, die sind wesentlich schwieriger zu beseitigen. Selbst wenn wir theoretisch falschen Theorien aufgegeben haben, ist die Gewöhnung immer noch sehr stark.
Man kann sich das vorstellen, wenn man Alkohol aus einem Glas entfernt, das ist nicht so schwer. Wenn man abends eine Party zu Ende ist, schüttet man den Alkohol einfach weg, oder? Aber der Gestank des Alkohols ist noch drin. Da musst du ganz schön lange rumputzen. Das kann schon mal die Nacht kosten oder so, ne? Genauso der Geist eines Heiligen auf dem Pfad des Sehens. Der hat quasi den Alkohol rausgeschmissen. Aber es sind immer noch die Spuren der ganzen Zeit, wo er in sich Unwissenheit hatte. Und die beseitigt man auf dem Pfad der Meditation, indem man den achtfachen Pfad der Heiligen praktiziert. Der besteht aus rechter Ansicht, rechtes Denken, rechte Rede, rechtes Handeln, rechter Lebenserwerb, rechte Anstrengung, rechte Vergegenwärtigung und rechte Konzentration. Was jetzt hinzukommt, ist, dass auf dem achtfachen Pfad das nicht nur in der Meditation stattfindet, sondern auch außerhalb der Meditation. Das heißt, der Pfad der Meditation ist nicht nur eine kurze Meditationssitzung, wo du die unmittelbare Realität erfährst, sondern es ist ein sehr langer Pfad, auf dem man immer wieder in die Meditation geht, über die Leerheit und außerhalb der Meditation Verdienste ansammelt und Heilsames tut. Ne? Was der Bodhisattva halt so tut. Er lehrt den Dharma, er erklärt ihn anderen Leuten und so weiter. Deshalb ist auf dem achtgliedrigen Pfad einige Elemente, die bei den sieben Erleuchtungsgliedern nicht auftreten, weil die sieben Erleuchtungsglieder sich nur auf die Meditation beziehen. Ne? Aber auf dem Pfad der Meditation macht der Bodhisattva viele andere Sachen, die nicht nur in der Meditation stattfinden. Insofern finden sich da charakteristischerweise einige andere Glieder. Wenn wir uns das dann genauer anschauen, dann haben wir ja, diese acht Glieder, um das ein bisschen zu verstehen. Das also zum Beispiel das rechte Denken und solche Sachen, das bezieht sich darauf, dass der Bodhisattva außerhalb der Meditation sich dann überlegt, wie er seine Erkenntnisse anderen vermitteln kann. Ne? Also bei uns wäre das richtige Denken natürlich, dass wir allgemein über den Dharma und so weiter nachdenken. Aber der Bodhisattva bedeutet das rechte Denken, wie gesagt, dass er wirklich sich überlegt, wie er anderen das am besten vermitteln kann, was er erkannt hat. Die rechte Ansicht, das ist ja das erste Glied, bezieht sich auf die sogenannte weltliche rechte Ansicht und die überweltliche rechte Ansicht. Das heißt, die weltliche Ansicht ist die in Bezug auf Karma und Wiedergeburt. Das heißt, dass man diese Zusammenhänge versteht. Die überweltliche rechte Ansicht ist die Erkenntnis wiederum der Leerheit, der letztlichen Realität. Ne? Das rechte Denken bezieht sich als zweites Glied des achtfachen Pfades. Für einen gewöhnlichen Menschen heißt es allgemein, dass er versucht, seine Geisteshaltung von Leidenschaften wie Hass und Gier und so weiter freier zu machen und Liebe und Mitgefühl zu entwickeln. Für einen Heiligen bedeutet das rechte Denken, dass er sich außerhalb der Meditation überlegt, was er da erfahren hat und wie er das anderen Leuten am besten vermitteln kann, ne? Wie er diese Erfahrung an andere weitergeben kann. Gut, dann die rechte Rede bezieht sich bei einem Bodhisattva hauptsächlich darauf, dass er anderen diese Dinge erläutert, wie gesagt. Ne? Für gewöhnliche Menschen bezieht sich rechte Rede darauf, dass man nicht grob redet, nicht Zwietracht sät, nicht lügt und so weiter. Der rechte Lebenserwerb besteht darin, dass man sich auf eine Weise verhält, die bei anderen auch vorbildlich ankommt. Das heißt, der Bodhisattva möchte auch, dass die anderen Leute an seinem Verhalten schon Vertrauen entwickeln. Ne? Für uns bedeutet rechter Lebenserwerb, so wird es in einführenden Schriften über Buddhismus auch immer gesagt, dass der Buddha nichts davon gehalten hat, dass man Waffen oder Drogen oder sowas verkauft, um sich zu ernähren. Oder dass man Tiere tötet und so weiter. Das hat er falschen Lebenserwerb genannt. Der Buddha war sehr tolerant, was verschiedene Tätigkeiten angeht, aber hat gesagt, es ist schon besser, dass man nicht mit Waffen handelt oder mit Drogen oder solchen Sachen. Ne? Das sind Berufe, die für Buddhisten eigentlich nicht in Frage kommen. Allerdings ist der Buddha so tolerant, dass er selbst da Kompromisse macht. Einmal rief ihn angerufen hat er damals nicht. Einmal hat ihn ein Schlachter angerufen und hat gesagt, er bedauert das sehr, dass er Schlachter ist, aber er müsste ja irgendwie leben.
Da hat der Buddha zu ihm gesagt, ob er denn auch nachts schlachten würde. Da hat er gesagt, im Moment ja. Da hat der Buddha gesagt, dann schlachte jetzt nur noch am Tag. Das ist besser, als wenn du Tag und Nacht schlachtest. So hat er ein bisschen besser gelebt, ne? Es gibt sogar Buddhisten, die beim Militär sind und so weiter und trotzdem gute Buddhisten. Aber eigentlich hat der Buddha gesagt, man sollte nicht lernen, andere zu töten und so weiter. Für manche kommt das zumindest nicht in Frage. Aber falscher Lebenserwerb ist auch, insbesondere bei den Mönchen, wenn man immer so Andeutungen macht, was man gerne haben möchte, aus Gier heraus. Zum Beispiel ein Mönch schmeichelt sich bei seinem Sponsor ein, die haben ja meistens Sponsoren, und sagt, der und der Mönch hat so eine schöne Uhr gekriegt oder so, um anzudeuten, dass er auch so eine schöne Uhr haben möchte. Oder man spricht von dem, wie gut es ist, freigebig zu sein, um den Sponsor dazu zu bringen, einem mehr zu geben. Oder das, was man heute Werbegeschenke nennt. Man gibt etwas Kleines, um etwas Großes zu bekommen. Ich habe mal über die falschen Arten des Lebenserwerbs, hat mal ein Lama einen Vortrag gehalten, der musste am Ende selber so lachen, dass er fast vom Thron gefallen ist. Das ist so das Übliche, was wir so machen. Wir machen etwas scheinbar Gutes, aber mit dem Hintergedanken, dass wir dann was kriegen. Das ist für einen Bodhisattva nicht korrekt, ne? Ja, das rechte Handeln bezieht sich allgemein darauf, dass man nicht tötet, nicht stehlt, nicht lügt und so weiter. Das ist alles recht klar. Also in einfacher Form kann man das auch auf die 10 unheilsamen Handlungen beziehen. Das rechte Denken bezieht sich auf die 3 geistigen Handlungen, das rechte Reden auf die 4 sprachlichen Handlungen und das rechte Handeln auf die 3 körperlichen Handlungen, die man nicht machen sollte, ne? Bei einem Bodhisattva ist es, wie gesagt, noch etwas weitergehender. Ja, das rechte Handeln und der rechte Lebenserwerb dienen dazu, dass Vertrauen in anderen entsteht. Also der Bodhisattva außerhalb der Meditation benimmt sich mit anderen Worten so gut, dass die Leute schon aufgrund seiner Verhaltensweise Respekt für den Dharma kriegen. Und so ist das auch gewünscht, ne? Ja, dann ist es so, dass die rechte Anstrengung, die rechte Vergegenwärtigung und die rechte Sammlung dienen hauptsächlich dazu, dass man Schritt für Schritt die Nebenleidenschaften überwindet. Natürlich braucht man auch die rechte Anstrengung, die braucht man immer, die Tatkraft, weiterhin die rechte Vergegenwärtigung der letztlichen Realität und die rechte Sammlung. Ne? Alles gehört natürlich zusammen. Ja, das ist dann der achtfache Pfad. Und der wird nicht nur in diesen großen Schriften bei Maitreya und Asanga erläutert, sondern auch, manche kennen vielleicht den Brief an einen Freund von Nagarjuna, den er, wie gesagt, an einen König gegeben hat. Und da sagt er in Vers 113, rechte Ansicht, rechtes Denken, rechte Rede, rechtes Handeln, rechter Lebenserwerb, rechte Anstrengung, rechte Vergegenwärtigung und rechte Sammlung sind die 8 Zweige des Pfades. Meditiere sie, um Frieden zu erlangen, sagt er dort. Gut, also auch dort sehen wir das. Und dann vielleicht als letztes für heute, der achtfache Pfad wird auch verglichen auf zweifache Weise. Einerseits eben mit einem Rad. Weshalb mit einem Rad? Weil eben so wie... Man nennt das auch das Drehen des Rades der Lehre, was der Buddha macht. Das Lehren ist das Drehen des Rades der Lehre. Das heißt, wenn man ein Rad anstößt, dann rollt es immer weiter im besten Fall. Ne? Und eben als der Buddha damals den 5 edlen Asketen die ersten Unterweisungen gegeben hat, das war der Anfangspunkt seiner Lehrtätigkeit, die dazu geführt hat, dass es bis heute den Buddha-Dharma gibt. Ne? So ist das Rad der Lehre, hat sich immer weiter gedreht. Deshalb vergleicht man eben den achtfachen Pfad eben auch gerne mit einem kostbaren Rad. Übrigens, das berühmteste Symbol im Buddhismus ist ja das Dharma-Rad und das besteht aus den 3 höheren Schulungen von Ethik, Konzentration und Weisheit. Ne? Die Narbe des Rades betrifft die Ethik, das ist die absolute Grundlage des ganzen Pfades. Die Felge um das Rad herum betrifft die Konzentration, die hält das ganze Rad zusammen. Und die Speichen, das sind oft 8 Speichen, betreffen den achtfachen Pfad, aber auch vor allem die Weisheit. Das heißt, mit Hilfe der Weisheit, die Speichen soll man sich wie Schwerter vorstellen, mit denen man alle Unwissenheit durchtrennt, ne?
Im alten Indien gibt es auch wieder das Bild von irgendwelchen Göttern, die ein Waffenrad haben. Man wirft so ein Rad und das schneidet alle durch, die dazwischen kommen. Ziemlich brutal, oder? Und dieses Waffenrad wird religiös so interpretiert, dass man die Unwissenheit damit durchschneidet. Insofern wird also der achtfache Pfad gerne mit einem kostbaren Rad verglichen. Der andere Vergleich ist der mit Regen. Das heißt, so wie eben mittlerweile, wenn manchmal Dürrezeiten sind, in diesem Winter jetzt nicht gerade, merkt man, dass Regen gar nicht schlecht ist, oder? Für die Inder ist Regen sehr segensreich. Man sagt immer, die Götter lassen von Zeit zu Zeit segensreich den Regen herabfallen, weil sonst wächst nichts. Man nennt das auch die Wolke des Dharma. Das heißt, der Buddha gießt aus seiner Wolke den Regen auf die Welt herab und überall, wo entsprechender Boden ist, wachsen dann die Früchte heran und die Pflanzen heran. Ne? Durch den Segen des Buddha sozusagen. Und dabei entstehen die verschiedenen Qualitäten, die man durch die Lehre des Buddha entwickeln kann. Es wird sogar von 8 Eigenschaften guten Wassers gesprochen, die sich daraus ergeben. Das sind verschiedene Schüler, die verschiedene Fähigkeiten entwickelten. Ich hatte, wie gesagt, die Bahai gerade hier zu Gast und die haben auch ein Gleichnis aufgestellt. Gott ist wie die Sonne und die Sonne spiegelt sich sozusagen überall in jedem Wasser und sowas auf der Welt. Ne? Und je nachdem, wie groß das Wasser ist und so weiter und wie es dazu gerichtet ist, spiegelt sich dieses Licht. Oder? Dieses Gleichnis hat der Buddha auch gegeben. Er sagt auch, der Segen des Buddha oder die Lehrtätigkeit ist wie quasi auch das Sonnenlicht. Und dann gibt es die verschiedenen Pflanzen auf der Welt, die ihren Kelch entweder weit aufmachen oder eben geschlossen haben. Ne? Je nachdem, wie weit offen der Kelch ist, nimmt man diesen Segen auf. Ne? Ja, und so wird hier der Vergleich vom Regen stammt aus dem Uttara-Tantra. Der Vergleich, das ist eine berühmte Mahayana-Schrift, auch von Maitreya, während das kostbare Rad wird im Pali-Kanon erwähnt für den achtfachen Pfad. Ne? Ja, und so entstehen eben durch diese Lehrtätigkeit des Buddha, insbesondere durch die Praxis des achtfachen Pfades, die verschiedenen guten Eigenschaften in den Wesen. Und wenn das alles auf dem Pfad der Meditation so gemacht wird, mit anderen Worten, der Bodhisattva, der in der Meditation eine unmittelbare Erfahrung der letztlichen Realität hat, wird außerhalb der Meditation sich überlegen, wie er das anderen weitergeben kann und lehren kann. Und er wird sich vorbildlich verhalten und für die anderen ein Vorbild sein und so weiter. Weitere Verdienste sammeln, seinen Geist reinigen. Und am Ende dessen ist dann die Buddhaschaft nicht zu vermeiden. Was dann geschieht, ist, dass alle Hindernisse im Geist verschwinden, sowohl die Leidenschaften als auch die angeborenen Hindernisse. Das nennt man die Hindernisse für Allwissenheit im Mahayana. Und im nächsten Moment erreicht man den Pfad des Nicht-mehr-Lernens, also den Zustand, wo man das Ziel des Pfades erreicht hat. Das ist aber auch ein Pfad. Man hört ja nicht auf, die guten Qualitäten zu haben. Es wird manchmal diskutiert, ob das Pfad des Nicht-mehr-Lernens ein Pfad ist, weil man ist ja schon am Ziel. Aber im Ziel sind natürlich die Eigenschaften vorhanden. Das heißt, alles, was wir jetzt auf den 37 Faktoren der Erleuchtung entwickelt haben, kulminiert entweder im persönlichen Nirvana eines Arhats oder in der Buddhaschaft. Wenn es auf dem Mahayana-Pfad ist, erreicht man sogar den Zustand der Allwissenheit. Das werdet ihr kaum glauben, aber das wird hier deutlich gemacht. Der Buddha hat, wie gesagt, den zwei Körper entwickelt. Einerseits seinen Geist, der eben der Dharmakaya ist, und andererseits den Formkörper, wo er sich zum Wohl der Wesen verkörpert. In dem Zustand kann er sich sogar in zahllosen Körpern im Universum gleichzeitig manifestieren zum Wohl der Wesen. Manchmal spricht man auch von 3 Körpern, dann wird der Formkörper noch unterteilt in einen subtilen Körper und einen gröberen Körper. Der Buddha hat nicht nur einen groben Körper sozusagen, der auch kein wirklicher materieller Körper ist, aber wie dem auch sei, wie bei Buddha Shakyamuni, sondern auch einen feinstofflichen Körper, den nur sehr gereinigte Wesen sehen können. Das nennt man Sambhogakaya, ne? Was wir auf diesen Bildern hier sehen, das sind Sambhogakayas. Das können wir im Moment nicht mit den Augen sehen. Aber der Buddha kann sich in einer vollkommen reinen, lichthaften Form so verkörpern, zum Wohle besonderer Wesen. Aber zum Wohle gewöhnlicher Wesen manifestiert er sich als Nirmanakaya.
Den Dharmakaya kann man auch noch unterteilen in den Aspekt des Aufgegebenhabens aller Hindernisse, das nennt man Svabhavikakaya, und dann nennt man das den Weisheitsdharmakaya, das sind alle Qualitäten, die der Buddha angenommen hat, wie eben Weisheit und Mitgefühl und so weiter. Gut, das ist dann der Endzustand, der eben entwickelt werden sollte und eben der verläuft eben, indem man diese 37 Faktoren der Erleuchtung entwickelt, am Ende dann den achtfachen Pfad und das beinhaltet dann auch die 10 Bhumis eines Bodhisattvas und dann kommt man hier oben an der Spitze an, wo noch Sonne und Mond zu erkennen sind, das ist Weisheit und Methode, die voll entwickelt sind und oben ist ein Juwel, das ist eine Art Siegesjuwel sozusagen, man hat alle Hindernisse überwunden, ne? Wir haben am Anfang von den Hindernissen der Selbstsucht gesprochen und dem Greifen nach einem Selbst. Die sind jetzt alle weg. Und das ist der Zustand der Buddhaschaft. Ja, damit höre ich auch auf. Vielleicht können wir sogar noch meditieren. Ihr könnt euch ja kurz mal aufstehen und ein bisschen bewegen. Dann kriegen wir das noch hin. Ja? Ich wollte nur mal wissen, wenn dann diese Spitze erreicht ist, ist dann auch die Wiedergeburt zu Ende? Es gibt, also wenn man davon spricht, dass man Wiedergeburt überwindet, heißt das, dass man unter dem Vorzeichen der Unwissenheit wiedergeboren wird. Wie ich das am Anfang mit den 12 Gliedern erklärt habe. Ne? Wenn du keine Unwissenheit mehr hast, dann wirst du dich auch fröhlich manifestieren, wie ich eben schon sagte, in tausenden von Formen im Universum. Aber nicht mehr unter dem Einfluss der Unwissenheit, verstehst du? Das heißt, wenn man von, das verstehen natürlich viele falsch und dann interpretieren sie Nirvana als die Beendigung der Existenz, weil man nicht mehr wiedergeboren wird. Was damit aber gemeint ist, man wird nicht mehr wiedergeboren aus Zwang heraus, aus Karma heraus. Und im Mahayana wird gesagt, man wird dann freiwillig aus Mitgefühl für die Wesen geboren. Also wenn der Dalai Lama der ist, was man von ihm hält, das lässt sich letztlich nicht beweisen, für mich zumindest nicht, das können nur Buddhas entscheiden. Aber dann ist er ein vollkommener Buddha, der sicherlich einfach in einem reinen Land seine Glückseligkeit genießen könnte oder was auch immer. Aber weil er ja auf dem ganzen Pfad Mitgefühl entwickelt hat und das ja alles getan hat, um anderen zu helfen, wird er im Zustand der Buddhaschaft seinem Gelübde entsprechend auch wiederkommen und wird sich zum Wohl der Wesen manifestieren. Aber diese Geburt ist nicht so wie bei uns, dass er geboren werden muss im Zusammenhang mit befleckten Karma und so. Er wird nicht einfach in irgendeine Wiedergeburt gezwungen, wie wir das durch den Wind des Karma sozusagen tun, sondern der kann sich ganz frei entscheiden, wo er hinkommt. Ne? Deshalb glaubt man ja auch in Tibet, dass es wirklich Leute gibt, die freiwillig ihre Wiedergeburt wählen und die werden ja schon als Kind dann anerkannt als Heilige und so weiter. Ne? Man glaubt allgemein im Mahayana-Buddhismus, dass das möglich ist, dass man wiedergeboren wird durch Mitgefühl und Weisheit und nicht aufgrund von Karma oder so. Aber die Tibeter haben es auf die Spitze getrieben, indem sie wirklich Kinder gesucht haben, die das sind. Ich habe schon angedeutet, dass ähnliche Vorstellungen in allen Religionen vorkommen. Ne? Zum Beispiel Jesus war ja offenbar auch ein komisches Kind, oder? Da kamen sogar Heilige aus dem Morgenland oder so. Das ist genau das Ding wie mit den Tulkus. Da kommen Experten und sagen, der ist es. Oder eben, ich sagte schon, was immer man davon hält, Gott manifestiert sich in Propheten irgendwie. Das sind andere Leute. Im Islam sind es nicht unbedingt selber Gott, aber Gott hat sie gesandt zumindest. So viel kann man schon mal sagen, ne? Im Buddhismus ist es so, dass jeder von uns ein potenzieller Buddha ist und er kann einen Zustand erreichen, wo er aus vollkommener Freiheit und Mitgefühl in diese Welt zurückkommt, obwohl er es nicht muss, um den Wesen zu helfen. Das geschieht sogar schon vor der Buddhaschaft. Die Bodhisattvas haben irgendwann eine gewisse Kontrolle über die Wiedergeburt und dann werden sie nicht mehr wiedergeboren aufgrund von dumpfen Tendenzen oder so, sondern weil sie das wünschen zum Wohl der Wesen. Ne? Ja, das ist natürlich ein ganz besonderer Zustand. Wenn man dann Buddhaschaft erlangt hat, ist es noch ein viel, viel unfassbarer Zustand. Aber da rede ich, glaube ich, jetzt nicht drüber, das glaubt ihr eh nicht. Aber wie gesagt, es ist ein kosmischer Zustand, wo man in zahllosen Manifestationen zum Wohl der Wesen aktiv ist. Und die müssen auch nicht immer sagen, ich bin ein Buddha oder so. Oder vom Buddhismus sprechen. Wir können davon ausgehen, dass in allen Religionen Buddhas auftreten. Ne?
Buddha, das sagen die Lamas ausdrücklich. Man sollte auch vorsichtig sein, ganze Religionen schlecht zu machen. Ne? Auch wenn man vielleicht begründete Kritik an manchem hat, was in Religion gemacht wird. Aber in jeder Religion treten Wesen auf, die wahrscheinlich erwacht sind und irgendwie den Leuten entsprechend ihrer Kultur und ihrer Umwelt was beibringen, zumindest über Ethik und so. Auch wenn das teilweise anders klingt im Buddhismus mit Gott und so weiter, wenn es dazu führt, dass die Wesen gute Anlagen sammeln, gutes Karma, dann ist es die Tätigkeit eines erwachten Wesens. Und das Buddha ist einfach nur der indische Ausdruck dafür. Den akzeptiert man übrigens auch in anderen nicht-buddhistischen Religionen Indiens, dass es Buddhas gibt. Ne? Das ist ein erwachtes Wesen. Und woraus ist der Buddha erwacht? Das habe ich eingangs heute gesagt. Aus dem Greifen nach einem Selbst und dem Egoismus. Und das macht er über diese 37 Erleuchtungsfaktoren. Und worauf es da letztlich ankommt, auch wenn es wahnsinnig viele andere Übungen gibt, ist letztlich die Erkenntnis der Leerheit. Ne? Ich fragte meinen Lehrer Geshe Thubten, was hat der Buddha denn damals unter dem Erleuchtungsbaum nun meditiert? Da hat er mich angeguckt wie ein Auto, dass mir das noch nicht bewusst war. Über die Leerheit natürlich. Konnte es nicht fassen, dass mir nicht klar war, worüber der Buddha meditiert hat. Im Mahayana denkt man übrigens, dass der historische Buddha schon lange ein Buddha war, bevor er auf die Welt gekommen ist, dass auch sein Leben schon eine Manifestation aus dem Erwachen heraus ist, wo er den Leuten zeigt, wie man es macht sozusagen. Während man im Hinayana sagt, der Buddha hätte damals wirklich unter dem Erleuchtungsbaum gesessen und er war noch auf dem Pfad der Ansammlung und hat in einer Nacht alle 5 Pfade durchlaufen. Das ist aus Mahayana-Sicht absurd. Das ist aus Mahayana-Sicht über viele Leben. Aber das sind so Details zwischen den sogenannten Lehrmeinungen. Ne? Dass es diese 5 Pfade gibt, bezweifelt keiner im Buddha-Dharma. Und dass es dabei hauptsächlich im Buddhismus darum geht, dass man die Weisheit der letztlichen Realität entwickelt, ist auch kein Zweifel. Nur das, was die letztliche Weisheit ist, wird auch in den Lehrmeinungen etwas unterschiedlich gesehen. Im Hinayana meditiert man hauptsächlich über die Selbstlosigkeit der Person, dass es keine eigenständig substanzielle Person gibt, also kein Ego. Ne? Nicht vom Geist und Körper getrenntes Ich. Im Mahayana akzeptiert man, dass das eine sehr tiefgründige Erkenntnis ist, aber solange man glaubt, dass irgendein Phänomen aus sich selbst heraus existiert, ist immer noch Unwissenheit da. Deshalb hat der Buddha im 2. und 3. Rad der Lehre gelehrt, dass alle Phänomene leer sind von wahrhafter Existenz oder inhärenter Existenz. Es gibt da auch unterschiedliche Aussagen. Darüber wollen wir ein bisschen meditieren. Letztes Mal haben wir ja über die Selbstlosigkeit der Person meditiert. Das wird, wie gesagt, im Mahayana nicht bezweifelt. Das wird nur als noch gröbere Ebene gesehen. Ne? Beziehungsweise die Selbstlosigkeit der Person im Mahayana ist die Leerheit der Person. Aber die Vorstellung, dass die Person nicht getrennt von Körper und Geist existiert, ist auch schon eine tiefgründige Einsicht. Das ist dann die grobe Selbstlosigkeit der Person aus Mahayana-Sicht. Die letztliche, die subtile Selbstlosigkeit der Person ist die Leerheit der Person. Und wenn man das auf alle anderen Phänomene überträgt, die nicht die Person sind, das nennt man die Leerheit der Phänomene. Ne? Die Leerheit selber ist nicht unterschiedlich. Man sagt im Mahayana, alle Phänomene sind von einem Geschmack. Das heißt, das letztliche Wesen aller Phänomene ist das Gleiche. Es gibt da gar nicht verschiedene. Ne? Es geht sogar so weit, dass Milarepa einmal Dämonen in seiner Höhle hatte. Und dann wollte er die raus befördern und hat Mitgefühl entwickelt, das hat aber nicht gelangt. Dann hat er gesagt, ihr habt keinerlei inhärente Existenz. Das war zu viel für die Dämonen, da sind sie verschwunden. Aber dann hat sich Milarepa an den Buddha gewandt und hat gesagt, für dich gilt übrigens das Gleiche. Das ist eine absolute Radikalität, das heißt, das ist auch besonders am Buddha. Die meisten Religionen machen eine Unterscheidung, dass die Welt irgendwie abhängig ist, aber irgendwie Gott ist unabhängig. Der Buddha hat diese Einschränkung nicht gesagt, sondern er sagt, alle Phänomene sind in ihrem Wesen letztlich gleich. Sie sind nur durch Beziehung zu anderen existent, haben keinerlei eigene Existenz, egal ob heilig oder unheilig. Und solange man das nicht versteht, solange können Leidenschaften immer wieder entstehen. Deshalb muss man nicht nur die Selbstlosigkeit der Person als nicht eigenständig substanziell meditieren, sondern man muss die Leerheit aller Phänomene meditieren.
Und mein Lehrer Gesche Rapten sagte, das erste Mal hat er das kapiert, als sein Lehrer über Geld gesprochen hat. Wie Geld existiert. Geld ist besonders leicht zu verstehen, dass es anders existiert, als wir meistens denken. Aber das wollen wir mal meditieren. Wenn man das anhand von Geld verstanden hat, kann man das dann später auf alle anderen Sachen vielleicht übertragen. Ja, und da alle Dinge miteinander zusammenhängen, setzen wir uns in einer Weise hin, die den Geist unterstützt bei der Meditation. Wir sind ja auch hier schon an einem Ort, der eine günstige Bedingung für Meditation bildet, sogar ein Tempel. Dann können wir unseren Körper noch in eine Haltung bringen, die den Geist unterstützt, indem die feinstofflichen Energien gesammelt werden in unserem Körper, die insbesondere im tantrischen Buddhismus erklärt werden. Das kommt dann übrigens noch hinzu, dass nur mit den tantrischen Mitteln man letztlich die Buddhaschaft erreichen kann. Aber das können wir ein andermal besprechen, weil dort eben auch die subtilsten Geisteszustände und die subtilsten Energien erklärt werden. Die Energien hängen mit dem Geist zusammen, die sind eine Art Einheit. Und wenn man sich in eine Haltung setzt, wie zum Beispiel im Yoga, dann sammelt man diese Energien. Deshalb setzen wir uns vielleicht im Schneidersitz hin oder wenn wir auf dem Stuhl sitzen, die Fußflächen gut auf dem Boden. Dann die Hände in Schoß. Der Rücken sollte recht aufrecht sein. Das ist sehr charakteristisch für den Menschen, dass er ein aufrechtes Rückgrat hat, nicht wie die Tiere gebückt geht. Der Kopf fällt ein bisschen nach vorne, wie eine volle Ähre an ihrem Halm. Die Augen können wir eigentlich schließen. Man sieht, wie gesagt, nicht mit den Augen, sondern mit dem geistigen Bewusstsein der Meditation. Aber wenn wir dann müde werden, ist es besser, sie leicht geöffnet zu halten und vor uns auf den Boden zu richten. Und wir machen uns zunächst deutlich, dass die Zeit des Vortrags vorbei ist, wir mehr nach innen gehen, das etwas integrieren wollen, vertiefen wollen, was wir theoretisch gehört haben. Dazu haben wir uns an einem geeigneten Ort in eine geeignete Körperhaltung begeben. Und können zunächst unseren Atem beobachten, wo wir ihn am besten spüren. Entweder wie die Bauchdecke sich hebt und senkt. Oder die leichte Tastempfindung unterhalb der Nase beim Ein- und Ausatmen. Wir brauchen den Atem nicht bewusst zu verändern, es ist keine Atemübung, wir lassen ihn ganz natürlich fließen. Der Körper weiß selbst am besten, wie er atmet. Aber wir sind uns bewusst, dass wir ein- und ausatmen. Wir brauchen einfach nichts zu tun, nichts zu erreichen für unser Ego, einfach nur zu atmen und uns dessen bewusst sein. Es kann einen schon freudiger stimmen. Wenn andere Gedanken aufkommen, ist das vollkommen in Ordnung. Wir ärgern uns nicht darüber, aber wir bemerken es mit Selbstbeobachtung und gehen mit Vergegenwärtigung, Satipatthana, immer wieder zum Atmen zurück, immer aufs Neue. Und so wird unser Geist langsam etwas ruhiger, neutraler, überflüssige Gedanken kommen zur Ruhe und dadurch aufnahmebereiter für eine analytische Meditation
über die Leerheit der Phänomene, in dem Fall anhand von Geld, das letztliche Meditationsobjekt aller Yogis auf dem Pfad, allen fünf Pfaden. Und dabei stellen wir uns jetzt einmal eine Situation vor, nämlich, dass wir in unsere Hand schauen und plötzlich merken, dass wir einen 100-Euro-Schein erhalten haben, vielleicht sogar überraschend. Wir schauen in unsere Handfläche und sehen, oh, ich habe plötzlich 100 Euro bekommen. Und betrachten einmal ganz naiv in unserer inneren Vorstellung diesen 100-Euro-Schein, wie er auf uns wirkt, wie er zu existieren scheint. Machen da einfach einen Brainstorm. Brauchen da nicht überlegen, sondern einfach nur darauf achten, wie erscheint uns spontan normalerweise ein 100-Euro-Schein. Insbesondere, wenn wir ihn gerade bekommen haben, vielleicht sogar überraschend. Nun, es wird uns vermutlich so erscheinen, als ob dieses Geld einfach von seiner Seite aus eine bestimmte Bedeutung hat, sogar Macht gibt. Eben, da ist einfach ein Geldschein, der hat eine bestimmte Macht, der strahlt etwas von sich aus, der hat Kraft, eben ein Geldschein. Und aufgrund dieser Ausstrahlung, die wir meinen wahrzunehmen, fühlen wir eine große Anziehung, vielleicht sogar Begierde, dass wir dieses Geld haben wollen, weil das offenbar von großer Bedeutung ist und uns ermächtigt, stärker macht, unser Ego. So oder ähnlich mag es uns erscheinen, wenn wir ehrlich sind, ganz ungefiltert, unzensiert, wie man nicht über Geld nachdenkt, sondern wie es erscheint. Da ist einfach von seiner Seite aus etwas, was sehr wertvoll ist und was eben von sich aus eben dieses Geldwert darstellt. Nun analysieren wir mal, ob diese spontane Erscheinungsweise des Geldscheins die eigentliche Realität dieses Geldscheins ist, ob dieses machtvolle, eigenständige Wesen wirklich im Geld zu finden ist. Und dafür untersuchen wir das sogenannte abhängige Entstehen dieses Geldscheins, und zwar auf drei Ebenen, nämlich inwiefern das Geld abhängig ist von Ursachen und Bedingungen, von Teilen und von geistigen Deutungen oder Benennungen. Und da fangen wir erstmal damit an zu verstehen, dass dieser Geldschein von Ursachen und Bedingungen abhängig ist. Ursachen bedeutet, dass etwas in den Geldschein eingegangen ist, zu diesem Geldschein geworden ist. Zum Beispiel der Geldschein hat Papier an sich, das stammt von Bäumen. Die Bäume stehen ihrerseits unter dem Einfluss von Sonnenlicht, Erde, Wasser und Luft. Zahllose Ursachen, damit dieses Papiergrundlage vielleicht entstanden ist für den Geldschein, die alle da einwandern. Darüber hinaus gibt es Dinge, die nicht zum Geldschein werden, die aber nötig sind für die Entstehung des Geldscheins, wie zum Beispiel der Holzfäller, der den Baum gefällt hat, der Arbeiter, der das Papier verarbeitet hat. Letztlich zahllose kausale Ursachen und mitwirkende Bedingungen, die daran beteiligt sind, dass dieses Stück Papier entstanden ist. In Wirklichkeit ist dieses Stück Papier auch einmalig in der Welt, auch wenn wir das immer wieder als den gleichen Geldschein ansehen, und er wandelt sich in jedem Moment. Das ist seine eigentliche Realität. Unabhängig von all diesen Faktoren gibt es keinen Geldschein.
Und wenn wir diese Realität des Geldscheines von seiner materiellen Ebene ein bisschen betrachten, dann verringert das ein wenig die Unwissenheit, die diesen Geldschein für so solide und beständig hält, für aus sich selbst bestehend. In Wirklichkeit können wir in dem Geldschein gar nicht Geldschein finden, sondern nur all diese Ursachen und Bedingungen. Aber dann kommen wir zur zweiten Ebene, die Abhängigkeit von Teilen. Dieser Geldschein besteht ja gerade heutzutage aus vielen Teilen, wie dem Papier, dem Faden, dem Wasserzeichen, den aufgedruckten Bildern. Uns erscheint dieser Geldschein immer wie so ein kompaktes Ganzes, so wie dieser Name Geldschein oder 100-Euro-Schein scheint einfach so da zu sein. Wir sind uns nicht bewusst, dass er aus vielen Teilen besteht. Machen es uns zumindest nicht bewusst, auch wenn wir es wissen. Ein Geldschein als Ganzes, unabhängig von den Teilen, ist eine bloße Projektion und entspricht nicht der Realität des Scheines. Und diese Erkenntnis der Abhängigkeit aller Phänomene von vielen Teilen schwächt auch unser Greifen nach Selbstexistenz. Aber nun kommt eine dritte Ebene des Abhängigentstehens hinzu, die nur im Mahayana-Buddhismus vollständig gelehrt wird. Der Geldschein ist nicht nur abhängig von Ursachen und Bedingungen und von Teilen, sondern er ist auch davon abhängig, dass wir ihn als Subjekte und Personen interpretieren als bedeutungsvoll. Wir benennen diesen Goldschein, er ist ein Narrativ. Wir wissen, dass dieser 100-Euro-Schein von sich aus gar keine Bedeutung hat, sondern dass es Menschen gibt, die sich entschieden haben, zum Beispiel die D-Mark in den Euro zu transformieren in Europa. Und dass an einem bestimmten Zeitpunkt plötzlich diese Art von Schein eine bestimmte Bedeutung hatte, während die D-Mark erstmal keine Bedeutung mehr hatte. Das ist ein sehr abstrakter Vorgang, wo sich Leute entschieden haben und irgendwelche Zentralbanken, dass dieses Zahlungsmittel jetzt aktiv ist und ein anderes nicht mehr. Und von dem Zeitpunkt an wurde dieses Papier mit seinen Teilen plötzlich bedeutungsvoll, damit man was kaufen konnte, sich damit schmücken kann, sich stark damit fühlt. Vorher hätte man damit gar nichts anfangen können. Wir wissen sogar, dass dieser Euroschein jeden Tag in seinem Wert schwankt, je nachdem, was irgendwo an Börsen gerade gehandelt wird, was im äußerst komplexen Finanzmarkt geschieht, sodass der Wert dieses Scheines gar nicht stabil ist oder aus sich selbst heraus besteht, sondern er ist abhängig von Dingen, die gar nicht in diesem Schein liegen. In Wirklichkeit liegt die Bedeutung eines Geldscheines überhaupt nicht in dem Geldschein selber, sondern entsteht durch die, die damit umgehen, die es benutzen, die es interpretieren. Dieser Geldschein besteht in einem unendlichen Beziehungsgeflecht sehr abstrakter Art zu fühlenden Wesen, Subjekten, und nur dadurch ist er das, was er ist. Er ist nicht in sich selbst das, was er ist. Ein sogenannter Marsmensch könnte in diesem Schein nicht verstehen, was es ist, bevor er nicht versteht, wie wir damit umgehen, wie wir ihn interpretieren. Und er hat tatsächlich keine Bedeutung aus sich heraus. Und wenn wir das ein wenig reflektieren, dann könnte, wenn wir uns diesen Geldschein in unserer Hand nochmal anschauen, eine gewisse Veränderung stattfinden, dass wir verstehen, dass er anders existiert, als er erscheint. Da ist etwas gar nicht vorhanden, was uns am Anfang erschien, nämlich ein Eigenwesen dieses Geldscheines, dass er in sich selber irgendetwas Machtvolles ist. Und diese Erkenntnis hat mit dem Erfassen der Leerheit von Geld zu tun.
Und wir konzentrieren uns abschließend ein wenig auf diese bloße Abwesenheit, diese Existenzweise, wie sie uns am Anfang erschien, diese eigenständige und konkrete Existenzweise des Geldes, die sich jetzt als gar nicht existent herausgestellt hat, eine bloße Abwesenheit. Der Buddha sagt, das wahre Sehen ist das Nichtsehen. Und wenn wir jetzt eine tiefe Konzentrationsfähigkeit hätten, könnten wir uns mit einspitziger Konzentration zunächst auf die bloße begriffliche Erkenntnis der Leerheit richten. Und das wird dazu führen, dass wir irgendwann eine unmittelbare geistige Erfahrung der Leerheit entwickeln, die in der Lage ist, alle Hindernisse intellektueller und angeborener Art in unserem Geist zu bereinigen, sodass am Ende als Resultat in Verbindung mit anderen Faktoren der Methode das Nirvana oder die Buddhaschaft erlangt wird. Aber für jetzt geben wir uns zufrieden damit, wie weit wir mal Anlagen in diese Richtung in uns gelegt haben, auch wenn das nicht alles gleich klar wird, worum es geht. Sind sehr tiefe Anlagen, sich überhaupt mal mit dem Wort Leerheit zu beschäftigen oder den Inhalten. Das haben wir im Sansara wahrscheinlich noch sehr selten getan. Es ist sehr kraftvoll. Aber für jetzt neutralisieren wir unseren Geist, nehmen wieder den Atem wahr, ohne diese Inhalte. Und dann spüren wir auch wieder unseren Körper. Hier auf der Matte sitzt du auf dem Stuhl. Und kommen mit unserer Aufmerksamkeit in den Raum zurück. Können uns wieder lockern. Jetzt ist es auch überstanden. Übrigens, anhand von Geld kann man, glaube ich, relativ leicht verstehen, dass das abhängig ist von menschlichen Abstraktionen und Denken, oder? Aber der Witz ist, dass auch alle banalen Dinge der Welt genauso existieren. Das ist nicht so leicht zu verstehen, ne? Aber selbst eine Tasse ist nur eine Tasse, weil wir es so interpretieren. Das ist nicht aus sich heraus eine Tasse, ne? Immerhin muss es etwas geben wie Getränke, die man trinkt, sonst gibt es keine Tasse, oder? Und Menschen, die nun mal was zu trinken brauchen und gewisse kulturelle Gepflogenheiten haben, wie zum Beispiel Tea Time oder was auch immer. Nur in dem Zusammenhang ist das eine Tasse. Dies ist nicht aus sich heraus eine Tasse. Sie ist völlig leer davon, eine Tasse aus sich heraus zu sein. Aber im konkreten Zusammenhang ist es eine Tasse. Das ist vollkommen richtig. Die konventionelle Realität der Tasse wird nicht bestritten. Nur sie hat keine Realität unabhängig vom betrachtenden Subjekt oder Bewusstsein. Das ist uns nicht klar. Ja, und deshalb, wenn man es anhand von Geld verstanden hat, sollte man nicht denken, dass andere Dinge anders existieren, sondern alles existiert abhängig von unserem konstruierenden Bewusstsein, wie das auch in der Wissenschaft mittlerweile ziemlich deutlich wird. Das können wir aber sicher kaum fassen, weil es nicht unserem Alltagserfahrung entspricht. Wir denken einfach, da draußen sind die Dinge und dann nehme ich sie irgendwann wahr, wenn es gut klappt, oder? Da muss man richtig umdenken, dass man sich klar wird, dass die Dinge im Zusammenhang mit meinem Wahrnehmungsprozess entstehen und nicht getrennt davon. Ne? Das haut ein bisschen die Birne weg. Das ist quasi eine kopernikanische Wende im Denken, dass man versteht, die Dinge sind nicht einfach so da draußen da, sondern ich schaffe die Dinge mit. Ich bin gewissermaßen der Schöpfer der Welt. Was nicht heißt, dass die Welt allein durch mich entstanden ist, aber so, wie ich sie erfahre, kommt durch mich. Und da sind wir wieder bei dem Spruch, den Dingen geht der Geist voraus, der Geist entscheidet. Ne? Weshalb der Buddha sagt, alles Glück und Leid kommt hauptsächlich aus unserem eigenen Geist. Je nachdem, wie wir die Dinge interpretieren und einteilen, das ist die entscheidende Frage. Darum geht es hier. Und diese Erkenntnis der Leerheit würde uns von allen Projektionen und Täuschungen befreien können. Gut, aber jetzt widmen wir diese Anlagen, dass wir uns zumindest mal damit beschäftigt haben. Nehmen uns vielleicht vor, das mehr zu studieren, vielleicht im Grundstudium, wie gesagt, im dreijährigen.
Danke auch schon mal Jan für die Aufnahme. Und wer da noch mehr Verdienste sammeln will, kann gerne eine Spende auf PayPal oder so machen. Das ist sehr hilfreich für diese Veranstaltung. Ansonsten widmen wir die guten Anlagen, die wir gelegt haben, dass es nicht nur uns gute Wirkungen hervorbringen wird, was sicherlich der Fall ist, sondern auch anderen von Nutzen sein möge. Dadurch wird es noch gesteigert. Mögen durch die Kraft dieser Bemühungen alle Wesen von zerstörerischem Tun und Denken ablassen und in Freundschaft, Liebe, Mitgefühl und Harmonie zusammenleben. Mögen alle Wesen Kraft dieser Bemühungen, verdienstvoller Handlungen und Weisheit sammeln können und mögen sie die zwei heiligen Körper erlangen, welche aus verdienstvollen Handlungen und Weisheit entstehen. Möge der Dalai Lama, der große Ozean, der Halter der Lehre, lange leben. Möge der Geist der Einsichtsvollen sich wie ein Lotus entfalten und möge unter der Sonne von Belehrung und Praxis allen 10 Himmelsrichtungen Glück beschieden sein. Ja, schönes Wochenende. Vielleicht der Montag zur Konzentrationsmeditation. Ciao.